Dann mache ich. Sehr gut, Moderator. Ihr könnt mir kurz mal helfen, wenn ihr meinen Stream aufmacht. Ja, habe ich. Ob dieses unterstützt durch Activision zu groß oder zu klein ist oder stört an der Position. Nee, würde ich lassen, sieht cool aus. Ja, ich hab's offen. Gut, aber ich glaube, ich würde es ja nach unten links machen. Ja, oder ist da, das wo die vom Munition Interface ist? Besser? Ah, okay. Ja. Hallo, Leute. Willkommen, wir spielen heute Destiny mit den ganzen Leuten, die hier in meiner Gruppe sind. Erstmal den Chat groß machen. Hallo. Hallo. Oh. Der kommt erstmal hier. Ambulanz bei Maudado. Hallo, einsame Katze. Hallo, Speedy XL. Hallo, Marco Mart. Und Geil alle Mart. Anderen. Hallo, alle. Schon alle. Schon hat jemand mir Hallo geschrieben. Hallo, Noah. Oh. Oh, wir schreibt keine Hallo, ey. Ja, wir spielen heute Gambit. Den neuen PvE-PvP-Modus erstmal. Und später machen wir ein bisschen Endgame. Eine Person von uns muss dann leider gehen. Liegt eventuell daran, dass Manu noch nichts von Forsaken gespielt hat. Ja, ich richtig viel. 409. Hm? Ja, du hast mit uns die Story durchgespielt und ich und Winterkracker haben auch schon ein bisschen was im Endgame gemacht. Ja. Aber wie kann man denn den Raumschiff rausballern? Nein, ich, oder das ist ja richtig schick. Das ist richtig cool, schon. Ja. Karl nimmt das immer. Ja, und seid ihr bereit? Können wir spielen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Okay, ich erkläre Gambit in der ersten Runde auch für alle oder zwischendurch immer wieder mal. Ich gehe auch kurz nochmal über meine Ausrüstung, damit ihr seht, was ich habe. Ich habe hier die Cerberus plus 1, eine neue exotische Waffe, die 4 Automatikgewehre gleichzeitig ist. Also ich schieße einfach aus 4 Läufen. Einen Angeber. Bogen mit den Perks Rampage und Schleichbogen. Toben und Schleichbogen. Also wenn ich Gegner töte, mache ich mehr Schaden kurz danach. Und Schleichbogen ist, wenn ich geduckt laufe, schieße ich schneller und, ja, ich kann es ja zeigen, erhöhte Spannzeit und höheres Nachladetempo, wenn man sich duckt. Und ein lineares Fusionsgewehr, damit ich irgendwelche Gegner wegsnipen kann. Und die anderen haben auch Waffen. Ja, ich habe auch Waffen. Ja, ich habe auch eine Waffe. Ey, der Mobot ist aber cool. Der Stream läuft seit 45 Minuten. Okay. Ja, weil ich ihn vorhin einmal anhatte, von einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Dann denkt er, okay, läuft die ganze Zeit schon. Nein. Bottle. Oder wie geht das? Weiß es nicht. Hat nicht funktioniert, Maudado. Ausrufezeichen. Ah, Uptime! Kannst du sagen. Der Cracker war auf Cooldown. Ah, nee, ist da. Nee. Schade. Kannst du sagen, was du neu hast, was du in den Folgen noch nicht hast? Alles? Alles. Ja, aber wirklich halt. In den Folgen habe ich ja hauptsächlich mit Alpenzeug gespielt. Da habe ich ja relativ viel Neues bekommen. Ist nicht gerade Folge 3 oder so online? 4. Wie viele Folgen gibt's? Sag ich nicht. 70. 70, ja. Wir haben 70 Folgen aufgenommen. In einer Nacht. Es kommen auf jeden Fall noch mindestens doppelt so viele Folgen, wie wir jetzt da sind. Ah, okay. Also passieren noch ein paar Sachen. Ja, aber die werden immer schlechter, weil ihr müde werdet. Wow. Dafür kann ich nichts. Ich war schon irgendwann ultra müde. Nee, hat aber ultra Spaß gemacht, die Story. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Und jetzt spielen wir Gambit. In Gambit geht's darum, es sind 2 Teams aus 4 Leuten gegeneinander. Und wir töten ein paar Gegner. Und kriegen dadurch solche kleinen Modes der Dunkelheit. Und die müssen wir abgeben. Und wer zuerst 75 abgegeben hat, beschwört einen großen Boss, den man dann kaputt schießen muss. Manu hat den Modus noch nicht gespielt, Maudado auch noch nicht. Ich und Winterkracker haben den Modus schon ein bisschen gespielt. Mhm. Und ich habe die Stimmen gerade leiser gestellt, was sich unbedingt ändern sollte, weil der sagt an immer wichtige Sachen, der Typ. Der ist unser bester Freund. Also wir töten jetzt einfach Zeug. Ja, Gegner töten und Dinge aufheben. Genau, wir gehen einfach. Wir sind in so einer kleinen runden Arena. Da gibt es 3 Kampfgebiete um die herum, zum Beispiel die Ruinen da gerade. Und dieser Kasten da in der Mitte, da müssen wir das abgeben. Die Modes, die Partikel, die wir jetzt gleich sammeln von den Gegnern. Also einfach ein bisschen Gegner niederballern und Partikel sammeln. Du meintest doch auch, dass wir dann nachher gegen einen kämpfen. Heißt das auch, dass einer von uns später dann rübergeht? Genau, sobald man 25 Partikel abgegeben hat, öffnet sich ein Portal. Und dann können wir zu denen rübergehen und die versuchen umzubringen, damit die ihre Partikel nicht abgeben können. Man sieht dann zum Beispiel, dass einer 15 hat und dann bringt man ihn einfach um.
Man verliert die Partikel, wenn man stirbt, übrigens. Genau. Partikel bekommt man durch Kills? Genau, die Gegner. Jeder Gegner, der stirbt, droppt welche. Stärkere droppen mehr, schwächere droppen ein. Und die abgeben, die Partikel, sollte man entweder immer 5. Ja, gedroppt. Doch, 5, 10 oder. Habe ich die einfach aufgesaugt? Nee, ich habe die einfach abgezogen. Das ist ja auch so. Auf der linken Seite steht auch, wir haben die Partikel. Genau, links am Rand steht es. Und eventuell haben wir gute Gegner. Manchmal kriegt man recht einfache Gegner. Aber ist halt, ja. Oh, da ist eine Eiskapsel. So, ich habe schon mal 10 eingesetzt. Nee, ich habe 8 abgegeben. Okay, man sollte aber immer 5, 10 oder 15 abgeben. Nicht jetzt 8. Ich gebe ab. Ich bin einfach gerade ein bisschen verwirrt wegen Livestream. Ich habe 1, weil Manu immer meine klaut. Natürlich. Ich habe einen Gegner getötet, aber der hat viele Modes geploppt. Ja, danke. Sind nur ein paar kleine Gegner, die... Oh, da ist einer ein Feind bei uns. Ja, ja, wir haben ultra gute Gegner. Das wird, die erste Runde wird eine Blamage. Nee. Oh Gott. Wo ist der? Oh, ich schmeiß eine Granate. Ja, Hilfe, machen die Schaden. Der Typ hat mich gekillt. Oh Gott. Ich hab alle Partikel verloren. Ja, aber wo ist der Typ? Ach, da. Ich werd grad so neben dir rechts im Haus ist er, Manu. Ja, genau, ich bin tot. Ja. Der hat auch schon die neue exotische Handkanone. Habe ich natürlich gehofft, solche Gegner in der ersten Runde zu haben, die jetzt schon 40 abgegeben haben. Okay, was? Die erste Runde. Aber guck mal, so schnell vorbei. Ja. Was zur Hölle? Da haben wir Leute, die auf jeden Fall schon den Modus einige Runden gespielt haben. Und eventuell das Addon auch gespielt haben, Manu. Ja, ich hab's gut so aufgespielt. Der hat schon dreimal durch. Auf allen Charakteren. Ja, schon der nächste Eindringling. Wir können einfach gar nichts machen. Du scannst, wie viel Playtime ich habe im Spiel. Ich verstehe nichts, also für mich ist es nicht schlimm. Ja. Ich pass mal auf, wo der Typ rumrennt und versucht. Och, nicht zu sterben. Kriegt man irgendwo Power-Munition her? Ja, er droppt von Gegnern oder. Hab ihn. Headshot. Oh ja, ich war. Alter! Ja, danke für die Punkte. Bitte. Immer gerne. Genau. Alles klar. Achso, wenn man 15 oder 15 abgibt, spawnt da so ein schwarzes Monster in der Mitte, wie ihr gesehen habt. Und dann kann man seine Emotes nicht abgeben, solange die leben. Achso. Ja, genau. Achso, das bringt gar keine Punkte, das in der Mitte. Genau. Achso, deswegen habe ich das zwei getötet. Achso. Ich bin tot, alles klar. Ich bin wieder mit dem Partikel verloren. Ich bin jetzt durchs Portal gegangen, ich bin jetzt bei den Feinden, die gerade ja, da. Ja, du schaffst das. Ja, ja. Können wir, schaffen wir's? Wie verdreht er sich da rum? Ja, klar, guck mal oben, 12 haben wir schon. Warum sollten wir es nicht schaffen? Hallo. Wir haben doch mal ihren Boss gesprochen. Richtig, hä? Der kommt von Boss, oh Gott, hier gibt's einen Boss. Ja, aber was ist schon mehr der Boss? Ja, ich bin der Boss für die. Ja, das sind einfach töten. Hab noch einen. Ich hab 3 von ihnen schon getötet. Ja. Oh, schade. Ich hab einiges eingesammelt. Geil. Ich hab alle bekommen. Ja, gut gemacht. Oh, Loot. Danke, Manu. Wie wir 12 erst abgegeben haben. So, jetzt. Nee, wir geben jetzt ab. Wir müssen nur den in der Mitte töten. Du. Also, sorry. Ich hab 8 davon abgegeben. Durch den Ring springen, oder? Nee, da an dem Kasten. Nee, das ist so ein Ding. E-Drücken bei dem Ring. Ach so. Durch den Ring kann man gehen, um die aufzuhalten. Guck mal, Leute. 25. Ja, ich die sind krass. Nochmal 10 rein. Jetzt haben wir uns warm gelaufen. Oder? Nee. Ich nerv die nochmal ein bisschen. Zack, da habe ich noch einen. Wo ist noch einer? Da oben. Ja. Oh, ein Fetti. Ja. Achso, man hat aber eigentlich immer halt abgeben, wenn du 15 hast. Nein. Kann ich durch die durch? Eigentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Hey, mit der Cracker will mir hier Sachen vorschreiben. Da habe ich noch einen. Oh, ich wollte dich erst wiederbeleben. Ja, ich weiß. Hier, guck mal, wir machen das noch. Guck mal, okay. Dein Boss ist wieder voll. Geil. So, ich habe jetzt 5. Jetzt soll ich abgeben. Genau, bei 5 abgeben. 5, genau. 10 oder 15, also nur 5 Schritten. Genau. Sonst ist das Spiel verbuggt. Nee, oh ja. Sonst sind die halt verschwendet, weil halt bei 5 kriegen die den schwachen Blocker, bei 10 den mittleren und bei 15 den stärkeren. Dann gebe ich jetzt auch ab. Ja. Ihr gebt ab, ich töte ihn einfach immer weiterhin, damit ihr Boss geheilt wird. Weil wenn ich die töte, oben seht ihr die Lebensleiste von ihrem Boss auf der rechten Hälfte. Wenn die sterben, kriegt der Boss wieder Leben. Ja. Oh, okay. Ey, wir können das echt schaffen, weil ich euch einfach rette. Ja, aber die kriegen auch einen Buff. Je länger der Boss lebt, desto mehr Schaden macht. Ja, aber wie machen das dann? Fast geschafft. Boah, Mann ist wohl gestorben. Jo. Ich hab nochmal 4. Go, nochmal 10 rein. Aber du hast 5. Ja. Ja, aber bei ihnen spawnen jetzt die ganze Zeit Monster dadurch, dass wir das auch machen. Oh, warte, wie viel fehlen noch? 25? Kann sein, dass wir jetzt alle haben. Nee. Man sieht 25. Oben die blaue Leiste ist, was wir abgegeben haben, und das weiße ist, wie viele wir gerade haben. Und wie viele braucht man? 75. Alle 25 Punkte kann man auch einmal invasieren. Wie macht man nochmal seine Ulti? Q. Den hau ich einfach im Nahkampf. Nein, Q eben nicht. C. Oh, verdammt. Bei mir ist C auch nicht, hä? C ist mit F. Nein, ich hab F. C. Ich hab F auf Nahkampf.
Warum F8? Mich hier dreifach pranken, ey. Weil das bei jedem Spiel ist. Bei mir nicht. Und dann kommt Destiny an und sagt, wow. Nee. Ja, die haben ihren Großen besiegt. Und jetzt? Haben wir verloren, jetzt kommt noch eine zweite Runde. Ich hab so viele. Oh. Ich muss Wintercracker ein bisschen lauter machen. Ja, ich werde lauter. Ja, ich hatte so viele. Wintercracker darf lauter, so. Auch richtig gut. Zumal muss es einfach komplett erklären, weil wir es nicht checken für seinen Stream. Hä, ihr Wintercracker erklärt doch mit. Ja. Bis Wintercracker. Sorry. Wintercracker, der jetzt laut ist. Sag mal hallo. Ja, der hat mich gar nicht gehört. Hallo. Du bist immer noch recht leise. Ja, ultra leise. Bist du irgendwie leiser geworden? Ja, ich flüster. Ah, jetzt geht's. Noch. Wenn du so redest, geht's. Okay. Jetzt versuche ich einfach viele Kills zu machen, alle Modes zu holen und dann geben wir ab und machen die fertig. Wird bestimmt klappen. Sonst hoffen wir einfach in der zweiten Runde. Ich bleib jetzt einfach hinten Böllereien und. Oh, ich weiß, welche Waffe ich jetzt nehme. Okay. Ich bin echt instant down. Nimm einfach die Laserwaffe, die immer größer wird und so und resettet. Ach, ich hab da noch. Hebt alles auf, Leute. Ich hab noch eine komplett falsche Ult drin, merke ich gerade. Hätte ich auch mal benutzen können. Ach, für die habe ich gar keine Munition. Das war ja klar. So. Aufheben. Ich habe 13 Stück. Noch 2 und dann habe ich 15. Da liegen 2. Oh! So, jetzt werden die wahrscheinlich gleich auch ihren. Ja, wir haben da so einen Feind, den wir töten müssen. Haben wir? Ich habe eine Ulti ready. Ich auch, stimmt. Nein, der hält nicht viel aus. Ult! Beide Ultis rein! Oder kommt noch einer? Ja, wir haben noch 2. Von wegen, die halt nichts aus! Ah, ich habe das Schwert. Oh nein. Ja, okay. Oh. Er ist tot. Okay. Oh nein. Dafür haben wir 15 abgeben können. Oh, die müssen nur noch einen abgeben. Machen wir den jetzt großen. Invasieren. Ein Uder. Stellt euch hier in das Feld. Hier macht ihr mehr Schaden und seid unsterblich so ziemlich. Das ist eine neue Ult. Ach, der ist schon tot. Kein Problem. Nein, stellt euch rein. Dauerhaft. Ja, irgendwer muss da sammeln. Ja, ich. Ach, genau du. Ja, ich halt aus. Ich baller. Ich hab 5. Ich geb 5 ab. Ah, ich muss den Bogen gerade mal weglegen. Auch wenn ich gerne mit Bogen spiele. Aber ich brauche ein Fusionsgewehr. Da, Pass, 35, wir sind die besten Spieler aller Zeiten. So, ich habe wieder 10 Stück, gebe ich ab. Okay, perfekt. Ach, das Portal ist hier offen. Sollte auch durchgehen. Gott. Ja. So. Hab abgegeben. Ein Eindringling! Ja. Alarm! Müsst ihr machen. Wo ist der denn? Ich habe keine Ahnung, ich sehe ihn noch nicht. Ich versuche den mit den 13 Modes zu töten. Der genau hinter dem Stein ist. Ich bin tot, der ist bei mir mit einem Messer, mit seiner Ult. Oh fuck, ja. Ja, Wintercracker stirbt. Oh nein, der hat seine Ult an. Der hat die Ult an. Oh nein. Der hat an. Mensch, hättet ihr alle eure nicht auf irgendwas gemacht? Ich hab nicht, also meine war ultra geil gesetzt. Naja, meine war eh der Revolver, den hätte ich zu 100% verfehlt. Optimist. Ja, ich wechsle aber auch die Ult. Die Revolver-Ult ist hier echt nicht gut. Kannst du dich mal umdrehen, Gegner? Also, lebt ihr jetzt noch, oder? Nee, der ist jetzt weg. Der wird maximal 30 Sekunden, oder bis er alle getötet hat. Achso. Da ist noch ein Eindringling bei uns. Jetzt kommt der nächste. Erstmal drauf fokussieren, den zu töten. Da ist er. Jawohl. In der Mitte. Ah, instant tot. Ja, der hat Ult an. Nee, oder was der hat das? Aber nur eine Schrotflinte. Ach so. Hä, und warum leuchtet der rot? Damit weil der Gegner ist, ja. So. Hab ihn. Boah, Headshot. Ja, ich gehe mal durch mit dem Bogen. Es ist zwar nicht so easy, damit Kills zu machen, aber egal. Oh nein. Die Fetti ist da. Was gerade so nicht sieht, ist ja echt nervig. Oh ja, wir haben sie. Wir sind einfach so krass drauf. Ja, die Gegner haben ihren Boss mittlerweile. Ja, aber Zombie tötet einfach wieder alle. Nee, ich habe keine schwere Munition. Zombie tötet alle. Ich habe alle. Oh, ich hab gar nichts. Ich hab noch einen. Warte, den will ich haben, den will ich mit meinem Raketenwerfer töten. Ich hab 2 von ihnen getötet. Schön. Wow, gut getroffen. Na, wie geht's voran? Ultra gut. Boah, nein, ich bin gestorben. Es geht ultra gut voran. Da, tot! Ich rette dich! Warte, gib mir da. Okay, dann nicht. So, ich hab jetzt 5. Gib die 5 erstmal ab, damit ein Gegner mehr bei denen ist. Und dann gehe ich durchs Portal und kämpf wieder. Oh ja, lass einfach alles abgeben. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig an, deren Lebensleiste sinkt. Also oben rechts seht ihr die Lebensleiste von dem feindlichen Boss. Ich sehe sie nicht. Wir schaffen's noch! Ja, nur noch 11! Der überlebt hat! Und der Boss ist tot, nein! Nein, der haben ihren. Ja, wir haben es wieder geschafft! Ich habe noch einen von ihnen getötet, ja! Oh, einen epischen Kopf bekommen! Nice! Episch oder legendär?
Ah, Leute, jetzt habe ich meine Ult gewechselt. In dem Spiel. Lila, einfach. Lila, ja. Okay. Ja, das war die erste Runde noch ein bisschen sehr durcheinander, aber. Hey, ich habe den Urzeitler um 91% geheilt. Unseren haben wir nie gesehen. Oder 325, nice. Und ich habe am meisten Partikel abgegeben. Ja, ich nice. Stand ja hinten, ne? Ich habe mal Backup gegeben. Ja. Mensch. Ach, hab aber trotzdem 31. Also, das spricht nicht für euch. Ich mag den Modus echt sehr. Tatsächlich. Obwohl ich nicht so der PvP-Fan bin, aber... Ja, so viel PvP ist es ja nicht. Ja. Ich wurde entfernt. Habt ihr gerade die Gruppe geliebt? Ja, ich wurde auch entfernt. Wir waren ja, so ja. schlecht. Ich merke schon, ich werde aber rausgelöscht. Stand aber wieder nach. Hab die Suche kurz abgebrochen. Oh, das ist Nikraft 45, den wir am Anfang vom Addon gesehen haben. Ja, wo ist der? Im Chat? Ja. Ah. Wir erinnern uns an dich. Du standest herum, während wir auf Winterquacker gewartet haben. Und du bist, glaube ich, in der ersten Folge auch im Chat zu sehen. So, seid ihr wieder drin? Alter. Ja. Dann auf geht's. Ich bin auch so fast ein Rank-Up nach der Runde. Muss nicht mal gewinnen. Ups, starten bitte. Kann man noch in deinen Clan? Ja, das kommt immer noch die Tage. Also wartet einfach auf Twitter ab, bis ich was dazu schreibe. Ich habe gerade ein Schiff wegfliegen sehen. Ah, es kommt wieder. Okay. Dachte gerade, Maudado geht. Ja, kein Bock mehr. Hä, was soll denn das heißen? Manu ist noch, hat noch ein viel geringeres Lichtlevel. Was denn? Warum ich so ein geringes Lichtlevel habe? Ich habe nicht mehr gespielt nach der Story. Genau, ich habe nur den Kacke schon. Wir waren auch in der Dreaming City und so. Ja, wir sind voll gut. Stimmt, wir sollten Maudado helfen, noch in die Dreaming City überhaupt reinzukommen. Können wir auch noch machen. Ja, auch da muss ich gar nicht hin. Ich bin Warlock. Also ich mit Winterkacke da zu zweit rumlaufen. Nein, ich mach vielleicht mit. Danke, sehr groß. Vielleicht. Hat irgendjemand Ahnung, wie man Meisterwerkkerne bekommt? Die bekommt man, wenn man Lilas Rüstung zerlegt oder bei der Spider-Kammer, die sich täglich holen. Der Preis davon setzt sich täglich zurück, weil die ja immer teurer werden, umso mehr man kauft. Ich glaube für 10 legendäre Bruchstücke am Anfang oder so. Ja, und wir machen keine Story-Mission hier im Stream. Wir werden Gambit spielen und später ein bisschen was im Endgame machen, aber keine Story-Mission. Jetzt gewinnen wir erstmal. Ja. Ja. Kann gut sein. Ja, auf jeden Fall. Jetzt spielen wir ernst. Ja. Also ich habe schon einige Runden gespielt und so schnell wie die Feinde jetzt hier Punkte abgegeben haben in der Runde zuvor, ist nicht häufig. Sollen wir Ult wechseln? Danke! Ja, sehr gerne, Arkus. Die Ark-Ult, da habe ich einen schönen Laserstrahl. Seht ihr auch noch im Let's Play, wenn ich den bekomme. Der ist auch cool. Wolltest du die FPS nicht ausmachen? Das habe ich euch sogar... Ja, wollte. Das habe ich sogar euch vor dem Stream gesagt. Framerate anzeigen? Bedienungshilfen? Da sind sie nicht. Oh, Dado trinkt wieder Schnaps. Anzeige aus. Ja. So, aus der Leitung. Sieht schön aus, wenn du in der Zeit eigentlich ist. Man, Dado duscht doch immer mit Schnaps. Ja, ich weiß einfach nicht, was Schnaps ist. Ne? Die Map hatte ich noch nie. Bogen wechseln. Habe ich Telesto dabei? Habe ich. Waffe, dann nehme ich die okay, und die. Okay, bin mit dem Mitternachtsputsch. Schauen, einer hier One-Waffe. Und der Telesto. Die ist ganz praktisch für den Modus. Aber wir werden auch noch mal eine Runde irgendwann mit Bogen spielen. Oder wenn wir später ein bisschen in der Dreaming City rumlaufen. Man kann hier lustigerweise die Gegner schon sehen und mit den Gesten machen. Guck dir deren Equip an. Ja, scan sie. Schau, welche Achievements sie gemacht haben. Gambit Maps gibt's 4 Stück, wenn ich richtig weiß. Und hier sind auch solche so Springfelder da oben rechts zum Beispiel. Kann man so oben draufstehen? Oh, die Map hatte ich doch schon mal. Ja. Absolute Enttäuschung. Ja, dachte schon. Ja. Alter, bekomme ich Schaden. Junge. Ich weiß gar nicht warum. Das sind die neuen Gegner, Manu, die kennst du nicht mal. Die gibt's erst seit dem Addon jetzt. Die machen Schaden. Ja. Oh. Ja. Ich weiß, überrascht. Ich dachte, die sind nett. Oh oh. Oh oh, er brennt mich ab. Wer brennt dich ab? Ich schlag dir im Nahkampf. Ich hab nicht was. Ja. Die Mods muss man übrigens schnell aufsammeln, die spawnen ja, sonst. Wollte gerade. Oh, hier ist ein Blocker in der Mitte. Oh Mist. Disappeared. Oh, Kugeln hat hier jemand verloren. Oh, das Gegner-Team sieht aber schon angenehmer aus bisher.
Du hast den gekillt? Okay, dann ja, richtige Kacknoobs, die Gegner. Oh, das ist wieder ein neuer Blocker. Wo sind denn hier Gegner? Ah, da hinten irgendwo. Alter, der ist in mein Gesicht geplatzt, was soll das? Oh, der hat mich. Der Blocker hat mich von der Plattform gekickt. Ich rette dich. So. Nein, er kommt wieder. Oh Gott. Oh nee, pass auf. Ich helf dir, Support. Ja, lass die Blocker mich töten von mir aus. Außer ihr habt welche zum Abgeben. Dann könnt ihr die natürlich töten. Aber ich hab mit dem Fusionsgewehr von mir, krieg ich die echt gut kaputt. Oh, ich hab 5 Stück. Ich hab jetzt aber 16. Wie crazy sind wir drauf? Ah, da ist einer, der leuchtet. Oh cool. Die Gegner, die leuchten, die droppen super viel. 21, guck mal, und die haben nur 26. Hä? Ja. Haben sie uns jetzt wieder eingeholt? Was war das? Ja. Wir waren die, glaube ich, nie vorne, oder? Einer von denen kommt jetzt aber gleich invasieren. Die haben über 25 Stück. Ja. Gegeben. Ich geh mal kurz rüber und tipp mal hier die Halle auf. Lad mal meine Waffe schon mal nach. Und ja, deswegen spiele ich gerne Telesto. Weil, ja. Zack, weg mit dem. Und zack, kriegt ihr da. Wie viel habe ich eigentlich? Ich habe 9 eingesetzt. Egal, ich gehe aber kurz rüber zum PvP machen. Jetzt habe ich 5. Oh, bei uns ist einer. Gegner da. Ja, ich gebe es kurz ab. Nice. Oh, ich habe ihn getötet, als er 15 abgeben wollte. Oh, ab 5 abgegeben. Oh, ja. Oh, Gottes Willen, was ist da aufgetaucht? Oh, so ein riesen da oben, da oben ist er. Ich sehe ihn, ich bringe ihn um. Okay, aber dadurch spüren wir. Er ist da oben, er hat gleich kein Schild mehr. Oh, oh, oh. Ich werde den... Oder ich rette dich. Danke, ich sehe, danke. Ich sehe ihn. Der Blocker. Ich wurde instant wieder weggesniped. Nice. Einzige Enttäuschung. Ja, was könnte ich dafür? Hä, haben wir 2 Gegner da? Nee, wir haben einen da. Was ist er denn jetzt? Hat er sich geportet? Nein. Der ist wieder gegangen. Der hat die 30 Sekunden überlebt, dann geht er. Ach so. Alles klar. Dieter. Feigling. Ja. Die haben so kleine Köpfe, die scoren. Ich mag die echt nicht. Also ich mag sie schon als Gegner, aber ich mag sie nicht als Feinde. Als Freundin. Ah, ja. Das ist eine Monstrosität. Ja. Hilfe, aua! Nein, Modalo, ich rette dich! Bitte rette mich doch! Nicht stehlen! Hilfe, Hilfe! Oh. Ja. Modalo. Ja, ein Feind? Oh nein. Ich hab wieder 5. Nein, nur ich Feinde. Ich hab 9, mir fehlt noch einer. So, ich mach den Blocker in der Mitte frei. Jemand invasiert uns. Oh oh. Jetzt ist ein Eindringling da. Oh, Gottes Willen, haben die schon wieder. Jetzt müssen wir wieder die Viecher hier töten. Ja, oh ja, nein. Ich sterbe mit einem Schuss von meiner Waffe. Da links, oh nein, ich sehe. Das Feuer. Hilfe. Oh, ich gebe ab. Ich habe auch. Oh, ich darf nicht sterben. Sehr schön. Ich darf nicht sterben. Da ist der Gegner irgendwo, ne? Ja, ich habe ihn. Ich sehe, er ist fast tot. Ich hab richtig viel reingehauen. Ich hab 15 reingemacht oder so. Oder 10. Eins von beiden. Gib ab. Ich gebe die 3 ab, die ich gerade gesammelt habe, und gehe dann durchs Portal. Sammelt noch ein paar, wir haben es fast fertig, Ja, da oben liegen auch noch ein paar. Los, geht hin, ballert. Brauch ich noch genau 3 da, Stück. Wo du gerade hingehst. Ich versuche sie nochmal zu stoppen irgendwie. Ich habe jetzt zwar keine Muni. Aber. Oh ja, hier sind einige. Oh Gott, fliege ich. Okay, ich töte den Blocker in der Sprungs Zeit, zu benutzen, bis ja, kommt. Oh, wir müssen nur abgeben, dann haben wir es. Manu, geht echt? Ab. Ja, okay, warte. Egal, wie du hast. Ich fliehe. Hab 3 Stück brauchen wir noch. Ja, ich hab. Ja, perfekt. Und. Oh Gott, da war einer hier. Und hat seine Ult gemacht. Sehr schön. Jetzt spawnt der Boss und noch ein paar Elves dazu. Umso länger der Boss lebt, umso mehr Schaden kriegt er. Also wir haben an sich dadurch schon, dass er bei uns früher da ist. Töten wir erst den Urzeitler. Erstmal die Elves. Ja. Wir haben einen PvP-Typen bei uns, ne? Achtung. Achso, ja, ich sehe ihn, er ist bei mir. In mir. Mit seiner Ulti natürlich. Ja, ich renn vor ihm weg, solange ich kann. Aber es ist egal, oh, ja, unser Urzeitler war eh noch voll. Also jetzt ist es nicht so schlimm, am Anfang zu sterben. Das Portal ist bereit. So, die haben ihren jetzt auch. Ja, ich hab den PvPler getötet. Okay. Erstmal die kleinen Gegner. Nein, Boss als letztes. Erstmal die ganzen kleinen Viecher außenrum. Alter, was hat der denn hier reingefeuert? Die brennt jetzt alles. Die haben ihren auch, ne? Ja, ich weiß. Ich gehe gleich rüber. Ja, aber wir machen mehr Schaden. Auf die Hexe, oder was? Ja, erstmal alles. Ich hab übrigens meine Ulti ready. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich den mal eben einsetzen würde. Ja, kannst du auf ihn ulten. So, sind alle jetzt tot? Ja, jetzt auf den Boss. Ja, macht gut Schaden. Ja, wir haben auch schon 3 Buff-Stacks. Oh, ich wurde weggepuncht. Ich habe einen von ihnen getötet. Oh. Sehr schön. Führung übernommen. Ich habe 2 getötet. Nice. Ja. Sehr gut. Samuel. Unser Boss ist halb tot. Oh, richtig gut. Ja, wir machen Ping, Ping, Ping. Oh, er ist glaube ich, ist an. Nee, das sind die Ads. Nee. Ach du Scheiße. Okay. Bin back. Oh ja, die Ads schießen auf mich. Ich muss mich kurz zurückziehen. Ah, ich hab sie.
Habt ihr irgendwie das Fernes Lichts irgendwo gemacht? Fuck. Oh fuck. Invasion bei uns. Nimm schwere Munition, ja. Versuch ihn zu snipen. Mach mir alles auf ihn, alles auf ihn. Der Boss ist fast tot. Ich bin tot. Mist. Ich hab ihn, den Invasion. Ja, Ich hab den Boss. Der Boss ist down, der Boss ist down. Wir Leute, wir haben gewonnen! Ja. Wunderbar. Nice. Besiegt die Hüter. Oh, Alter, 44% wow. Uhrzeitlerschaden. Ich hab nur 23%. Ich hab 20. Gegnerteam, werdet besser. Gut gemacht. Wie, der will ihnen helfen. Bei mir hat er gesagt, werdet besser. Get good. Dann können wir die irgendwie torten? Jo, ja, halt. Wir können die Maus machen. Kannst du dir dein Hühnchen zeigen? Hab ich gemacht. Nice. Ey, diese Mobot-Anzeige triggert mich, ne? Der Stream läuft seit 1 Stunde 8 Minuten. Nee. Er läuft seit 19 Uhr, 26 Minuten. Kann man die resetten? Uptime Reset oder sowas? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch wieder falsch. Ja, aber besser als zu lang. Lieber zu kurz. Ja, aber wirklich. Oh, ich habe ein Partikel verloren. Oder ist ein Fetti. Ja, Winterbrecher. Ja, ich hol dich. Okay, danke. Och. Bin ein bisschen zu sehr reingüpft. Ui. Was hier? Fetti. Ich hab schon 3 Partikel, Leute. 3. Oh, ich hab 6. Angeber. Ja. Mir fehlt noch 1, dann hätte ich 5. Okay, dann nicht. Da ist noch einer, den kannst du haben. Der ist, liegt da immer noch, da oben drauf. Hä? Ach, ist hier keiner runtergefallen? Da. Okay, ich geh abgeben. Ja. Wenn, wenn ihr einen, komplett oder? Rüber muss, dann müsst ihr... Die haben 5 abgegeben, ja. Die haben gerade Blocker. Geholt. Und noch ein Blocker. Ja, den kriegen sie sowas von zurück. Oh. Muss das ulten. Zahlen wir den heim. So, ab wann bekommen die den Blocker? Wie viele muss man abgeben für die 5. 5 für den kleinen, 10 für den mittleren, 15 für den großen. Genau. Na, ich hätte jetzt 5. Ja, 5 lohnen sich auch schon. Okay, dann gebe ich meinem ab. Ja, ja. Bin ja direkt daneben. So wenig ungerade wie möglich halt abgeben. So. Alles was von. Ja, entweder 5, 10 oder 15. Genau. Alter Manu. Ja, weißt du, ich hab Destiny storniert. Ich hab 15. Oh, ich geb ab. Mir fehlt einer, dann hätte ich 10. Oh Gott, die haben schon 37 abgegeben. Alter, haben die schon abgegeben. 37? Ja. Pass bloß auf. Ja, was wir haben auch so viel, wir müssen die nur abgeben. Ja, wir dürfen jetzt halt nicht am Eindringling sterben, das ist das Ding. Wenn der Typ... Wo ist der Eindringling? Ich bin tot. Oh nein. Warum gebt ihr denn nicht ab, Leute? Ja, ich hab 15 verloren. Hey, in der Mitte war ein Blocker. Ja, geil, alles klar. Er mit seinem Kacklaser. Ja, die Runde ist ziemlich verloren. Ich werde so viel invasieren, wie es geht, halt, um uns so viel Zeit wie möglich zu machen. Aber wir haben 10 Stück. Keine Chance. Ja. Besser als nix. Ja, was habt denn ihr nach der ersten Hälfte gemacht? Warum habt ihr eure nicht abgegeben? Ich war gerade auf dem Weg in der Mitte, dann war da ein Blocker, den habe ich bekämpft, dann wurde ich weggesniped. Ja, ich hatte 7, wollte auf 10 hochmachen, dann wurde ich weggesniped. Okay. Ich hatte. Warum ist die Story so ähnlich? Oh, da ist ein Neuchen. Ihr könnt eure Powerwaffen ruhig hernehmen, um die Blocker zu töten. Warte, ich raste aus, ich mach meine Ulti. Also dafür lohnen sich die Powerwaffen echt viel. Oh, bin geplatzt. Oh. Ich hab 9. Okay. So. Aber 12 abgeben geht auch, oder? Ich hol mal ihm da. Weil, lass mir ein paar. Ja, oh Gott, so variiert man. Ab 25 kann man durchgehen, oder wie? Sobald man 25 abgegeben noch hat. Noch ein. Ja, geil. Ich gebe ab. Oder sobald sie ihren Primeval haben. Ihren Urzeitler. Für die Viecher in der Mitte, damit ich abgeben kann. Komm. Ich hab auch 15. Oh, nice. Oh, Level 1. Level 31. Okay, ihr habt einen abgegeben. Steht. Perfekt. Ich heb auch einen ab. Feinde nähern sich dem Barack. Perfekt. Besessenen Oger für die andere Seite. Oh. Würde sowas nie erlauben. Nähern sich den Schmaragden? Nein, da war einer, der geleuchtet hat mit der Kacke. Oh. Wenn er ihn erledigt, ich hab gerade probiert, die einzusammeln. Ja, aber der Leuchtende droppt halt irgendwie 10 Stück direkt. Ach so. Die Leuchtenden sind wichtig. Die sind immer gut zum Aufholen. Die haben hier nur Zeitler? Ja, okay, ich gehe rüber. Ja. Geh wieder ein bisschen ballern. Ein bisschen ballen. Hallo. Oh, ist ja viel. Geil. Genieße es. Ach, kacke. Zwei sind, dass ich da bin. Ich halt zu einem anderen. Nein! Nein, der ist ja ein Fetter! Oh Gott! Okay, einen hab ich. Nein, 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 nein. Zwei. Ich bin noch eine einzige Enttäuschung.
Ah, verdammt. Schade. Warte, ein. Nein, ich brauchte noch einen. Ja, mir hat auch genau einer gefehlt. Gebt einfach auch 5er ab oder so, weil die spawnen jetzt bei ihrem Boss ja, die ganzen Ads. Das macht alles schwerer bei denen. Ja. Ja, ich habe jetzt 10. Ich hau jetzt 10 rein. Ja. Ich brauche immer noch einen. Ich gehe jetzt einfach direkt wieder invasieren. Der Quick hat mich einfach beklaut. Die haben ihren Halbtod. Oh, Manu hat, Maudado hat ja 13. Jetzt hab ich 5. Ich würde gern 15 abgeben. Hier, ihr Kanal, Leute, Kanal. Da sind Gegner. So, ja, ich komme. Okay, einer von ihnen ist gestorben. LOL. Nicht perfekt durch mich, aber egal. Oh, der einer wollte invasieren, ich habe ihn umgebracht. Da schießt einer von links auf mich, aber ich will die am Spawn angreifen. Wir schaffen das noch. Ich komme an uns. Ah, schade. Der eine steht da auf K von denen. Und die gewinnen trotzdem. Das sind hier, viele Gegner. Okay, ja, ich hätte einfach 5 oder so fallen gelassen. Ich hätte 15 abgeben. Ja, wir müssen alle abgeben. Alle abgeben. Ja, okay, ich hab 5. Ist hier noch schwere Munition zu mitnehmen? Nee. Okay, habe ich nur einen Schuss, oh Gott. Da. Okay, so. Nice. So, Mel, geh die weiter recken. Nimm die Power-Munition. Töt sie. Oh, die campen alle jetzt. Oh ja, wir ulten einfach alle jetzt. Auf die Mobs. Oh Gott. Auf den Boss. Nee, der hat mich. Die haben auch ihren. Ja, die haben den Boss fertig. Ja. Wir haben den denn jetzt so schnell hingekriegt? Das heißt ja, schnell? Die haben den doch schon seit 5 Minuten. Ja, aber jetzt so das Ende. So die letzten 70% waren irgendwie instant. Ja, weil der immer mehr Schaden kriegt, umso länger der da ist. Also ja, es war halt echt dieser Erste, der uns invadiert hat. Und uns einfach alles weggenommen hat. Ja. Hast du invadiert oder invasiert gesagt? Invadiert. Ist das ein richtiges Verb? Ich weiß auch nicht, ob invasiert ein richtiges Verb ist. Nee, invadiert eigentlich. Ist eigentlich. Ist invadiert das Richtige wahrscheinlich. Invadiert ist doch. Ich kennst du von Dark Souls. Nee, aber ich, kann man nicht aber sagen, die haben uns besucht? Warte, ich guck mal nach. Es heißt ja invasieren und nicht invadieren. Invadieren in ein fremdes Gebiet, Land oder ähnliches einfach. Ja, man sagt, das ist eine Invasion. Nicht eine Invasion. Also ich sag immer invadieren. Okay. Und ich hatte wohl recht. Das zählt. Ich bin mal raus. Alle! Okay. So. Also ich sage immer invadiert. Ich komme aus einer ziemlich reichen Familie. So. Gib meinen Blocker ab. Zack, 10 sind drin. Hier geht's um nächsten Runden. Komm, er würde sie nicht. Ich würde die Power-Munition wollen, aber erst wenn ich invasieren gehe. Invadieren. Okay, dann lass ich die drin, ne? Oh, da ist ein Fetti. Fuck, sind hier viele Gegner. So, Fetti, gib mal her. Oh, Alter, warum sind die so fast? Ich hab jetzt auch schon wieder 10. Ich hab 2x 10 jetzt gleich abgegeben. Ja, und ich kümmere mich um die Mitte. Ihr könnt wieder abgeben. 5. Oh, ich hab noch. Egal, ich gebe jetzt einfach 12 ab. Ich hab keinen Bock, wieder alle zu verlieren. Jetzt kannst du auch 15 voll machen. Nee, die können eh noch nicht. Ich hab Power-Munition, Manu, du kannst die nehmen. Oh, wow. Ja, keine Ahnung, ist gedroppt. Geh durchs Portal und versuch die umzubringen. Ja, die haben gerade richtig viel im Inn. Oh, der ist ganz schön klein. Wo kommt der? Da rechts ist der. Ja, wann kommen die denn mal zu uns? Verstecken sie sich. Die haben noch keine 25. Ich renn mal zu ihnen. Keine Ahnung, ob ich in den 10 Sekunden über die ganze Map komme. Oh, oh. Oh, ein Häuptling getötet, geil. 6, 5, 4, 3, 2. Warum ist der denn ganz da hinten? Alter, stell dir vor, um Raketenwerfer ich wollte noch. Okay, nee. Wir geben gerade ab und das tötet es alle. Ultra dumm. Ich hab nichts gemacht. Die haben sich nur versteckt. Okay, es hat uns Zeit gebracht ohne Ende. Dass sie sich versteckt haben. Hat es? Ja klar, wir haben jetzt richtig viele noch zum Abgeben. Bitte, Quicker, rechts neben dir sind Sachen. Du bist dran vorbei. Ach so, ja, ich wollte abgeben, weil ich genau 10 habe. Ach so, ja, aber da lagen so 4 oder so. Ich könnte meine Ulti aktivieren. Ich hab 5, ich geh abgeben. Einer in der kommt jemand, da kommt jemand, Ich mach dir jetzt an. Der hat seine Ult, oder? Nee. Warum fliege ich gerade so weit weg, Alter? Warum ultst du denn nicht den Invasionstypen, Manu? Ah, weil ich gerade... Keine Ahnung. Wusste er. Ich wollte für Mordado alles frei machen. Oh, ich hab 10 Partikel verloren. Nein. Eine Kacke. Hier sind sie vor uns. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier. Oh, hier ist er bei mir. Der hat geultet. Oder was hat er... Alter, der Ogre da hinten, der ballert ja so rein. So, da ist ein Leuchtender.
Och, geht doch. So, wo ist er denn? So. Ist er noch bei uns oder ist er jetzt weg? Nein. Links am Rand sieht man das. Ich verstehe immer noch nicht, wann man investieren kann. Alle 25 Blocker. Okay. Also. Und wenn der Endbuster ist, dann kann man ständig investieren. Genau. Kann man also auch fallen. Wenn der von den Gegnern da ist? Ja, immer ja, wenn der von den Gegnern also, da ist. Ich hab 15 Stück also, gesammelt, wenn wir unseren ich haben. Ja, ich töte gerade den Ogre. Ja, musst du nicht. Ich hab eine perfekte Waffe für die Gegner. Ist schon down. Okay. Geh lieber Gegner töten. Ja. Falsche Richtung. Hey. Da wo es rot ist, da sind die Gegner. Ach so. ich geh zu ihnen. Ja. Oh, ich wurde wegge... Hab ich gesehen. Och nein. Wie viele hattest du? Kannst du mich wiederbeleben? Ja, kann ich. Steht da unten links. Oh, ich hau rein. Sind jetzt wieder da? Nee, ich hab gedacht, wenn Mobs... Alter Junge, mach doch noch mehr Schaden. Nee, Gut, tut sie gar nicht. Da ist einer. Hallo Mordor, du bist direkt neben mir. Warum hebst du mich nicht auf? Ich hab dich auf. Außer ich werd getötet. Okay. Die stehen alle in ihrem Spawn? Okay. Und gewinnen. Ja, vielleicht, ja, wenn wir jetzt schnell abgeben, dann haben wir vielleicht unseren Vordeher. Ja. Habt ihr genug? Die haben mich geultet, glaube ich. Nee, das war ein Titan Charge, okay. Ja, die haben sich alle versteckt, um gemeinsam auf mich zu gehen, keine Ahnung. Die geben, ist der Endboss für die. Geben jetzt ab. Ja, shit, wir können aber auch gleich abgeben. Also, ich hab zwei. Ja, drei. Ja, wir haben genug, alle abgeben. Nee, wir gehen abgeben, ich hab keine. Wir haben einen, der uns invasiert jetzt. Jetzt ein Invader da. Ja, der hat mich oh. Wo war er? Der war hinten. Der steht oben bei dem Sprungding. Genau auf der anderen Seite drüben. Ach so, da. Ja, das hat die Sniper aber, ne? Ja, okay, da kann ich ja never ever ja eben. Könnt ihr mich hier pressen? Oh, er... Junge, nee, okay, das war echt gut, der Junge. Ja. Oh. Wird man aber auch nur weggesniped die ganze Zeit. Ja, jetzt wird wieder lass mir die schwere Munition da sein. Ja, der ist jetzt weg. Ja, ich gehe zu ihnen wieder rüber. Ich ja, alle abgeben. Da. Es wird nicht viel. Ja, ich gebe ab. Es fehlen noch ganz wenige. Ja. Ja, ja auch die sind hier auch weg, die wir hier geholt haben. Ist das nervig. Du bist der Eindringling. Ja, jetzt wird noch einer. Wenn ich noch ein Partikel, noch irgendwer. Ich hol einen. Das war der hab einen. Ja, ich hau meinen rein. Ja. Ah, okay. Hab zwei. Dann hab ihn bitte. Erstmal alles nachladen. So, dann haben wir den jetzt auch. Jetzt werden wir wieder gesniped. Freue mich schon. So. Perfekt, dahinter. Egal. Oh shit. Ach, kannst du ja aufhören, mich zurück zu porten? Egal, ich kann noch Schaden machen am Uhrzeitler. Du bist in Führung. Erledige den Uhrzeitler. Den Jahresversuchs gegen den Uhrzeitler. Ja. Mir ist gefallen. Wo ist er denn? Ich hab dich auch. Ach, da. Ihr habt die Führung verloren. Nice. Oh, wir müssen es beeilen. Ich hab meine Ulti, aber ja, ich... Ja, kann einer rüber? Ja. Ich hätte sie eigentlich gegen ihn... Oh, nee, der ist nee, zu spät. Verloren. Oh, Gott. Oh, ja, er hat mich noch weggesniped. Genieße es. Hüter gefallen. Mist. Magst du auch Revolver? Das ist meine Lieblingswaffe. Ja, ich mag Handfeuerwaffen auch am liebsten in Destiny. Freue mich immer, wenn ich irgendeinen richtig guten bekomme. Ja, Mann, der Scout nervt mich ein bisschen. Ich bin in der Uhrzeitler einfach 100% geheilt. Die haben einfach zwei Uhrzeitler getötet. Und ich habe 14 Gegner getötet. Ist schlechte Neuigkeit oder die ruhige Hand besser? Wo was? Handfeuerwaffe als Main Weapon. Keine Ahnung. Schau die Perks an. Ich dachte, die wusste das aus mit mir. Schlechte Neuigkeiten. Bewegliche Zielscheibe. Weiß ich nicht. Der hat einfach keine Ahnung, der Junge. Oh, eine Kapuze. Eines der Gambit-Set-Teile. Ach, das ist sogar powerful. Cool. Aus Einsatztruppe entfernt. Ja, das passiert irgendwie noch. Schon einfach wieder. Wenn Zombie dich kickt. Ja. Wenn du nicht performt hast. Sag mal, hast du den Rattenkönig? Natürlich. Habe ich mit Winterquaker und Maudado oder so geholt, direkt am Anfang? Ja, ich hab den auch. Ich glaub, Maudado auch. Hey, was? Diesen Red King, die exotische Pistole da. Und das in die Launch, wo man so einen Strike in 15 Minuten machen musste. Keine Ahnung. Oder haben wir die mit Karl geholt? Ich hab die mit einigen geholt. Mit Ursaft auf jeden Fall auch noch. Ich kann ja kurz hier, während wir kurz rumchillen, zeigen, was ich dann. Ja, wo bleibt Manu? Also, hier One warte, ich hab gerade kurz alles, Waffen eingestellt. Außer die Borealis, weil die PlayStation exklusiv war bis zu dem Addon.
Und Rüstung habe ich beim Warlock halt alles, außer die neuen Sachen. Jäger und Titan habe ich nicht gespielt, deswegen habe ich da gar nichts. Waren wir wieder da? Ja, dann gehen wir wieder in die Suche. Mutig Rang 1. Findest du Monster Hunter World gut? Nee, ich habe es nur 300 Stunden gespielt, weil ich es doof fand. Okay, ich habe glaube ich mittlerweile 400 oder so, 450, keine Ahnung. LP kann sein Licht nicht pushen, weil er noch, ja, sieht man ja an seinem Level, noch 31 ist, hat die Story noch nicht, hat sie noch vor sich. Also, um das mal kurz zu erklären, warum ich jetzt so wenig habe. Ich habe halt damals direkt bei Release gespielt und das dann alles gemacht, was ging. Ich war auch im Raid, oder, mit dir? Ja, genau. Ja, klar, wir, mehrfach. Wir waren voll oft drin, du hast auch Max Power. Ja, und dann halt nicht mehr. Ob es den Stream auf meinem Stream-Kanal gibt, kann ich DLCs hochladen, ja, auf meinem Stream-Kanal. Sollte kein Problem sein. Oder wie viele DLCs gab es denn jetzt in der Zwischenzeit? Das ist das dritte zwei jetzt, glaube ich. Also es gab zwei kleine nach Launch und jetzt kam Forsaken, das ist jetzt so ein wieder so ein riesiges, wie damals The Taken King. Also die Story von dem DLC ging jetzt auch grob 7 Stunden. Haben wir gebraucht zum Durchspielen. Und danach gibt es eben nochmal eine zweite Welt, die wir uns auch noch später im Stream angucken. Die Dreaming City, da ist auch noch ultra viel Zeug, was man machen kann. Und die ändert sich ja scheinbar jede Woche. Und da gibt es super viele Geheimnisse und so wieder. Also wie bei The Taken King halt auf diesem Raumschiff dann. Da gab es ja auch diese 50 Dinger, die man sammeln musste. Stimmt, da hat man ja die Touch of Malice für bekommen, ne? Ja, diese super coole cool. Exotische Waffe, ja. Denke ich, gibt es ja auch wieder irgendwas Krasses. Oh, da ist der komische Typ wieder. Ja, die Cutscene habe ich schon 8-mal gesehen oder so. Ja, aber jetzt kommen mal Wex-Gegner. Wex-Gegner hatte ich noch nicht bisher. Stimmt, ich auch nicht. Hey, das wird dir bestimmt so. Die sind zu dritt! Hast du jemals aber es gibt ein es gibt Matchmaking, die werden aufgefüllt. Hoffen wir, dass nicht geht. Aber am Anfang können wir schön. Ich hoffe, dass es buggt. Ja. Erster Sieg, wir spielen gegen 3. Wäre richtig gut, wenn wir jetzt verlieren. Ja, wenn wir jetzt verlieren, wäre echt gut. Ich würde es feiern. Ja, ich auch. Raster viel. Ja, ich spreng einfach, sammelt ihr einfach. Sammel. Aber ich muss aufgehoben werden. Hab ein Partikel aber nur verloren. Warte, ich komme. Oh, hier ist so eine blöde Hydra. Danke. Ja, oh Gott, nein. Ja, ich belaufe sie. Ich hab 7. Oh. Ist down. Ja. Ah, oh, der Partikel ist zu schnell. 9. Ich hab 3. Brauche ich noch 1. Ah, die Explosion habe ich vergessen. Scheiße. Hier noch irgendwo 1? Nee, ich glaube nicht. Die Feinde haben mehr als wir. Sag ich da nur. Und die sind immer noch zu dritt. Warte, ich block die. Zack. Ja, aber wir machen das ja mit Absicht, damit wir eine Chance haben. Ich töte den Blocker. Okay, dann gehe ich Gegner töten. Ich gehe meine 10 abgeben. Du da drauf zu schießen und nichts passiert. Ja. Mit deiner kleinen Pistole. Da, guck mal, Leute. Jetzt sind wir vorne. Ja, was sollen die machen? Ja. Manu, die letztes Mal beleidigt hat, uns nicht haben mal sie uns fertig gemacht. So, holt euch das ganze Zeug hier links. Ah, ne, ihr seid recht. Achso, doch. Oh, Manu, ja. Oh, wie auch immer das da gerade gekillt hat, danke. Bitte. Ich hab 10. Okay, ich hab 5. Ja, ich geb mit ab. Wir haben auch noch keinen Blocker abgegeben. Denkst du, ihr, die sind geliebt? Kann man nachgucken, wenn du Tab drückst, dann siehst du unten rechts, wie viele noch da sind. Nur noch einer so. Okay, hier sind alle da, okay. Hier sind noch 3 auf jeden Fall. Oh, diese Hydra macht der richtig viel Schaden. Ach, der teleportiert sich. Ja. Ja. Kommst du die unten? Ja, ach so, ja, kann ich machen. Ja, wo ist die Hydra hin? Die teleportiert sich. Ja, ich hab's gemerkt. Hier hinten. Bei mir. Ja, hier ist sie. Ah, da, sie ist down. Zwei. Easy win. Oh shit. Die explodierende Hydra hat mich getötet. Oh nein. Jetzt mal Partikel fallen gelassen. Ich hab nicht gewusst, dass die. Ich bin auch gestorben. Ah, die Hydra ist zu stark. Ich bin auch gerade daran gestorben. Die Hydra mich auch hinstellen. Oder du hört mir nie zu. Wo bist du? Ich hab Angst, dass ich auch sterbe. Warte, okay, ich hab 5 abgegeben. Alles okay.
Achtung, wird der Crayer nicht so nah dran, die explodiert. Die haben erst 5 abgegeben. Wir haben 37, also es sieht gut aus. Die haben keine gesammelt. Als ob, Wintercracker. Oh, Mann. Was passiert? Ich hab's ja noch gesagt. Ich bin auch. Ja, da war. Oh, der eine Partikel wäre fast verschwunden. Ich dachte, ich würde durchlaufen. Oh, es ist ätzend. Ja. Das ist wie mit dem. Oh, Alter. Ich werde gelasert. Ich bin ein Junkrat-Tot. Immer, da stelle ich auch mal dran in OW. Ist aber auch ein Bait, dass die Partikel fallen lässt und danach explodiert. Ja. Ja. Da muss man einfach rein. Eine Feindwelle beim Bohrer. Güter gefallen. Ein Partikel. Nein, warte, okay, nicht sammeln. Okay. Nicht sammeln, lass dich nicht hingehen. Schreib mich an, wenn ich neben dir bin, Laudato. Zum Aufheben. Hallo, ich hab 13 Partikel. Ja. Oder 11. Ich hatte fast genügend. Da kommt einfach so ein Gierlappen vorbei. Ist da wieder so ein Lümmel? Ja. Ja. Ah, habt ihr schon, okay. Ich gehe invasieren sobald. Ich meine 11 ab und gehe invasieren. Oder ich töte den Urzeitler. Ja, den Mini. Da. Jetzt gehe ich rüber. Oh nein, die Hydra. Ja. Lass mir mal bitte 3, damit ich voll bin. Ja. Oh Gott. Ja, zum Glück hatte ich keine Partikel. Ich sammle nichts mehr auf. Kurz warten. Ah. Noch ein. Der Rest kannst du haben. Ich habe einen von ihnen getötet. Nimm ruhig den Rest, nimm den Rest. Okay, ich nehme. Ja, ich nehme. Wow, Mann, ich dachte, du sammelst dich mehr. Was ist das für ein Bait? Wow, mit der Crayer. Das Portal steht. Blick in den. Den noch. Ja, geh mal rüber und töte den einen, der spielt. Mit 11 hast du einen großen Blocker geschaffen. Ich weiß, Leute, ab 5 macht man einen kleinen, ab 10 macht man einen mittleren und ab 15 macht man einen großen. Mir müsst ihr den Modus nicht erklären, ich hab den schon oft gespielt. Ja, ich doch auch, dreimal. Ja. Wow, und Invader. 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 An einem der 3 Kampfpunkte kommt er raus, ich seh ihn. Oh Gott, oh Gott, der Fette böllert mich weg. Ja, ich geh drauf. Er wollte euch gerade snipen, der hat voll in eure Richtung gezielt. Hey, du hast genügend für einen Uhrzeit. Oh, die haben einen vierten Mann bekommen. Ja, alle abgeben. Okay. Oh nein, aber die Rückrunde! Abgeben, jeder der was hat. Mit der Cracker muss nur, oder? Nee, es fehlt noch irgendwer. Zombie muss auch noch. Zombie muss abgeben. Zombie, falsche Richtung. Ja, ich hol noch so, dass ich 5 hab. Ich hab auch noch 5. Ja, gehen wir gleichzeitig ab, Manu. Dann kriegen die 2 Gegner noch. Hey. Geht das? Ja, klar. Man kriegt sogar ein Emblem, wenn alle aus der Gruppe gleichzeitig 15 abgeben. Und. Oh, das mal machen, das ist richtig schlau, bestimmt. So, ich geh zu denen rüber. Baller ein bisschen. Ja. Ihr macht ich schon meinen Spaß. Raketenwerfer und klatsch ihn weg. Ich ult für die Ads. Ja, ja. Hab ihn mit 9 getötet, einen von ihnen. Ist da noch irgendwo ein Ad? Ja, da. Ja, da hinten. Hab noch einen mit 9 getötet. Geil. Ja, schön. Alter! Ja, ich wurde von. Nein. Ich wurde von dem Invader angegriffen. Ja, wo ist er denn? Hinten. Oh, der hat noch einen Headshot. Oh, ich hab 4 Stück getötet. Ja, ich hab Wintercracker auf. Nein, ach, der Invader. Ja, genau. So, genau. Hab ich nicht mitbekommen. Ich war ja gerade noch drüben. Du musst ja gleich weg sein. Ah, ja, er ist weg. Ich mach meine Ult an. Was für Waffen sind das? Mitternachtputsch, Telesto und Schläferreißer. Ja, genau. So. Ist das der Uhrzeitler? Ja. Achso, dann ult ich mal drauf. Und mach den kleinen da nebenbei noch weg. Oh, Invader. Ja. Be careful. Der ist bestimmt da oben. Ja, ich seh ihn. Töte ihn. Oh Gott. Aber ich hab keine Mund mehr auf der Waffe. Das war unpraktisch. Der hat mich nicht gesehen. Stand hinter ihm. Oh Gott. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Das sind aber kleine Ätzen. Das gehört scheinbar zum Boss dazu. Ja. Die haben schon, der Uhrzeitler hat schon 5 Stacks, ballert einfach auf den, der wird down gehen. Bevor die wieder im Museum. Ja, dabei. Am besten mit der Powerwaffe, wenn ihr Munition habt, ne? Ja, mach ich. Ja, bin dabei. Mach Ultra Damage. Alter. Easy win. Ja. Aber mal sehen, wie ist das Spiel zu einfach, ne? Nice, 7 Hüter besiegt, 40% Uhrzeitler-Schaden. Gönnung. Ja, war Flash Spit. Oh, hier, Salz. Ja. Ich mach den Ultra. Modado Würz. Ich mach den Death-Tanz. Oh nein. Auf geht's. Das perfekte Emote. Gleich steht dir ein größerer Kampf bevor. Feinde nähern sich. Ja, jetzt müssen wir von Anfang an gegen 4 kämpfen. Außer einer von denen hat gelieft. Nein. Schade.
Endlich mal eine faire Runde. Irgendwie müssen wir ja auch gewinnen können, ist die Sache. So ist es fair. Oh, was macht der denn da, der Junge? Ich hab schon zwei Leute. Ich auch. Wie gut sind wir? Ja, wir beide sind richtig krass. Richtige oh, Killermaschinen. Oh, okay, ich hab sechs. Ich hab sechs, ja, ich geb trotzdem ab. Meine sieben ab. Nee, lass doch zehn sammeln, komm. Nee. Dadurch kriegen wir nicht so viele Blocker. Mann, Risiko. Ich hab gerade einmal gewonnen, jetzt muss ich auch Risiko spielen. Die haben auch schon zwei abgegeben. Nehmen wir die Power Money hier und geh dann bei 15 rüber. Gebt also ab, sobald ihr sechs Stück habt oder fünf. Ja, hab ich schon. Ich hab sieben. Oh, Level 46. Alter Mordado, geht's selbst? Danke. Hä? Ah, so, ich hab meine Ult also, auch. Auf mich anzuballern. Gebt ab, so schnell ihr könnt, ne? Sobald ihr 5 oder 6 habt. Ja, du hast gerade gesagt, ich hab 7 und du stehst immer noch hier. So, ich geh ab. Torrinne. Ja, Portal ist offen, ich hüpf durch. Okay, die sind jetzt auch geblockt, also die können nicht abgeben. Ja. Vernichte diese Hüter. Das ist echt eine geile Kombi. Das war der erste. Sehr schön. Jetzt warum ist der da drüben? Ach so, Steppe, Leute. Ja, ab in die Steppe. Noch 10 Sekunden. Ab in die Steppe. Warum ist das Ding da oben in die Steppe? Das sind Steine. Ich hab noch einen, der geultet hat. Die drehen sich da schön. Alter, was hab ist noch das einen. Hab drei Leute getötet. Hier ist so ein Ultra-Vieh, was richtig viele droppt. So. Alter, die super haben ja richtig wenig. Ja, ja, ich hab alle getötet. Die bringen sich um. Ich hab 5 wieder. Geil. Und du müsstest auch richtig viel haben, weil du den Fetten gelootet hast. Ich hab 9, genau. Ich brauch noch einen. Ja, kann ich den haben? Möchtest du einen? Ja, ich mach dir 1, 2. Okay, ich kann's... Oh, ich hab, egal, ich geb trotzdem ab mit 11. Ich kann 44 abgeben. Ich hab 5, ich hier auch direkt abgeben. Das Portal oh, wir sind fast fertig. Ja, das will ich nicht. Oh, hier ist ein Ulti, geil. 2 Stück oder 3. Oh, uns fehlen so wenige. Ach, da oben liegen noch ein paar. Oh, ja, alle abgeben, egal was ist. Okay. Ja. Egal was ist. Ja, einfach abgeben. Habt ihr gerade welche abgegeben? Ich hab abgegeben. Einen. Ja, ich hatte halt nur einen. Okay. Ich gehe in Welten und ihr macht, ne? Ja, klar. Ich ult wieder für die Ads. Ja, ich dann ult ich nicht direkt am Anfang. Da warte ich, bis mit der Crea fertig ist. Weil es spawnen ja nacheinander bei dem irgendwie. Ja. Oh, das ist ein dummer Felsen dazwischen. Der andere versteckt sich da in der Ecke. Der kackt. Oh nein, was macht er denn? Diese blöden Hexen. Okay. Den hab ich. Ich ult jetzt auch. Oh, ein Eindringling. Ich sterbe! Nein! Wo ist der Eindringling? Ich bin tot. Ja. In meinem Gesicht, als ich zurückkam. Gut, dass ich vor ihm spawne. Versucht aber auszuweichen, wenn er eine Ult hat. Dir. Alter Mordado, du hast den ja Ultra outplayed. Ich hab ihn! Ja! Nice. Hast du dich gerade mit ihm in die Luft gesprengt? Ja, aber er hatte Ult an. Okay, wir bleiben jetzt bei uns. Ich gehe auch nicht mehr rüber. Alter, wie viel Schaden machen die Dinger? Ja, die machen ultra viel. Versuch auf jeden Fall die Hexe da rechts. Alles klar, Leute. Hinter dir bin ich Zombie, könntest du mich aufheben? Nee, ich muss gerade jetzt. Und seit Minotaurus ist der Boss, oder? Doch nicht, danke. Inversion? Ja. Shit, ich bin fast tot. Alter, macht der Schaden. Oh, da ist er bei mir. Ja. Der macht Ult, geht weg. Ja. Ich renn einfach weg. Ich will einfach nur rennen. 5, 6. Ich will einfach nur rennen. Bist du, wie viele geht's unendlich? Ich glaub 10. Ah, ich seh ihn. Hab ihn. Ah, hab's gesehen. Oh, ich holt jetzt mal auf den Minotaur. Ja, wenn dir. Einfach Damage auf den Sack. Oh, ich wirf meine Granate drauf. Ich habe immer noch nur 14. Haben die aufgegeben? Wahrscheinlich. Henne, du killst ja aber die ganze Zeit. Nee, ich bin ja hier bei euch jetzt. Die ganze Zeit gekillt, das ist echt krass. Ja, ja. Der ist fast tot. Der wird gerade unbesiegbar. Oh Gott. Der hat ein Schild bekommen. Ja. Jetzt töte ich ihn. Immer reden. Ist aber nein. Eindringling, ne? Achso, aber wenn der Boss mich tötet, dann kriegt er keine Heilung. Lasst euch vom Boss töten sonst, dass der Invasionstyp nichts bekommt. Hier haben wir. Perfekt. Die Meta. Perfekte Taktik. Jetzt der kommt hierher, der kommt hierher. Oh Gott, Hilfe! Er hat ihn umgebracht. Ja. Ich hab ihn... Sorry, danke. Nee, warte. Doch, ich hab ihn einfach mit der Faust gekillt.
Ja, jetzt drauf. Jawollo! Wir haben gewonnen! Alter, unglaublich. Es muss nur jemand von den Gegnern AFK gehen. Ja. Wie einfach ist der Spielmodus? Also, da würde ich aber nochmal nachpatchen. Schau dir die ganzen Partikel an. Ist einer von denen rausgegangen? Funken. Nee. Heute ist 12 Leute habe ich getötet. Ja. Boah, Winterquaker, 14 Partikel verloren. Wieder ein Runde hat er 29 gehabt. Ja, ich hab. Nee, ich Alter, einer von denen, 42, der Dark Sifter. Was? Ja. Der hat fast einfach den Primeval selber verloren. Ja, aber es bringt ja nicht so viele zu horten, oder? Wie bitte mit Bogen? Ja, 15 okay, Stück halt auf einmal. Ja, eben. Mit Bögen. Oh, ich wurde gekickt. Ja. Oh, okay, warte. Geh ich so, ja, du kannst doch nicht mehr als alle wurden gekickt. Haben. Ja, ja. Das ist doch klassisch. Ich bin auf einmal hier alleine. Ach, oh, Winterkrecke, hallo. Jetzt kann ich kurz auf den Chat gucken, Leute, wenn da irgendwas Wichtiges ist. Gleich explodiert er wieder. Ups, Gonzo manchmal. Spielt Zombie jetzt allein? Nein, nein, die Leute fliegen nur manchmal nach einer Runde raus, aber können sofort wieder nachschauen. Also, warum spielt Zombie jetzt alleine? Wo hast du das Schiff aus deinen Videos her? Hm, wo man die Sniper hierher bekommt. Gibt's auch noch ein zweites Geheimnis drin und da kriegt man die 1000 Schwingen dieses Schiff hier. Das ist echt cool. Und das hier hat man bekommen, wenn man 50 Ränge bei dem Strike-Typen aufgestiegen ist in der letzten Saison. Warum trinkt Manu wieder nicht? Der warte. Oh, ich kann was einstellen, Moment. Ja. So nicht lang. Wieso kommt kein Monster Hunter mit Manu? Weil er schon 600 Stunden gespielt hat. Weil er schon ultra viel gespielt hat und Manu das langweilig findet, mit so jemandem zu spielen. Weil er halt lieber mit irgendjemandem spielt, der das Spiel noch nicht auswendig kennt. Ja, das ja, verständlich. Ja. Und zu Launch wollte er nicht spielen, weil es auf der PlayStation nicht genügend FPS für ihn hatte oder so? Nee. Ich wollte, nein. Mir war nur klar, okay, es kommt auch für PC, dann warte ich auf die PC-Version. Da, da hab das. Deswegen hab ich nicht mit Manu gespielt. Ist zu arrogant, um auf der PlayStation zu spielen. Ja. Aber war einfach zu ungeduldig. Das stimmt auch. Ja, eben. Ja, als würde ich noch warten, wenn das Spiel da ist. Dann warte ich Johnny nach. Ich warte. Manu, zieh deine stärkste Rüstung an, dann bekommst du weniger Schaden. Nee, nee, ein Gambit skaliert es. Das macht nicht viel aus. Außerdem ist es deine stärkste Rüstung, die anhat. Noch dazu. Meinen Hunden geht es gut. So, ah, da ist ja Manu. Hallo. Wieder. Ja, dann machen wir noch eine Runde und danach chill ich und Winterquake. Warum habe ich denn gerade instant eigentlich ein Epic bekommen und jetzt gar nichts mehr? Weil, kann sein, dass es so eine tägliche Aufgabe war oder so, Gambit zu spielen. Ach so, ja, das, ja stimmt. Ja, es gibt eine Daily für Gambit spielen. Ja, das sieht man jetzt auf der Map, wenn man so auf Sachen draufklickt. Zum Beispiel habe ich eine Daily, schließe einen Strike ab und dann kriege ich mächtige Ausrüstung. Oh, die habe ich auch noch. Eine Daily, Fluch des Osiris. Das ist keine Daily, das ist die Story. Dafür muss ich ETZ abschließen. Wieso werde ich ignoriert? Es geht sehr viel durch und ich muss gleichzeitig aufs Spiel achten. Wir hassen dich. Ja, nein. Wir hassen dich alle. Okay, Maudado. Wir haben vorher abgesprochen, von dem lesen wir keine einzige Nachricht vor. Was ist denn die Möglichkeit? Entweder wir hassen ihn oder er geht halt unter. Also ich nehme mal an, er geht unter. Ich bin von einem Typen, der wissen wollte, welche Klasse ich spiele. Ich beantworte das und der fragt, glaube ich, immer noch. Manu ist ein Warlock. Wir haben zwei Warlocks und zwei Jäger hier. Und mein Fazit zu Forsaken hat einer gefragt. Gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Ich bin noch sehr gespannt, was halt mit dem letzten, mit der Dreaming City so passiert, weil es gibt irgendwie richtig viele Achievements, die noch keinen Sinn ergeben. Und die soll sich ja auch verändern, wenn der Raid aktiv ist. Das interessiert mich noch sehr. Aber was bisher so da ist, gefällt mir gut. Wann kommt der eigentlich? Am 14. Oh, ist ja schon bald. Ja. Ja, du hast ja genug Licht, du kannst auf jeden Fall mitgehen. Ja, ich hab's mir erspielt. Ja. Vokal kam bestimmt auch noch mit? Ja, dann sind wir schon drei. Und dann fragen wir noch drei Clan-Leute. Perfekt. Und dann rasieren wir den Raid. Oh, das. Yo, Mobot ist jetzt richtig eingestellt. Oh, extra nur für dich. Ja.
Kannst du mit dem Let's Play Revolver spielen? Hä? Den ich gerade die letzten drei Runden hatte? Mitternachtsputsch oder welchen meinst du? Hatte ich eine andere Handkanone? Nee. Nee, im Stream wird an sich nichts über die Videos gespoilert. Natürlich von Zombie. Nicht. Ja. Außer man achtet auf die Waffen. Naja, nee. So viele Waffen habe ich jetzt nicht, wodurch die Story gespoilert, bekommen. Dass es einen Bogen gibt. Das Video mit dem Bogen ist schon da. Ja, was, wenn er da den hab ich noch nicht gesehen. Ja, gut. Der Snee ist auch da. Decker, sag mal was. Ja, hallo. Hallo. Du bist doch nicht hallo. So laut. Ja, hallo. Weil einer gefragt hat, sitzt Winterkacker so nah am Mikrofon oder warum ist er so laut? Ja, sitzt er. So, hat einer von denen irgendwie so ein hallo? Nee. Gott, was war das? Ich hab mein Mikrofon gelutscht. Dir hört sich das nicht so an. Sondern? Keine Ahnung, das ist wieder gestört geschrien. Wie immer. Manu schreit total leise. Alter, Da sind drei! Ich hab einen geklaut. Wow. Solche Trottel, jetzt klau ich direkt noch mehr. Zwei. Da kann man irgendwie Manu aufhalten. Ich renne in den Tod. Nice, das war die Map auch, der wir komplett noch fertig oh gemacht Gott, worden. Ich hab vier, ich sterbe. Ja, aber jetzt rächen wir uns. Rette mich. Rette mich doch. Ich hab sechs und sterbe. Hilfe. Oh. Lade die einfach rein. Oh. Gibst du noch? Ich böller die nicht rein. Oh nein, mir fehlt noch oh nein. Einer. Hilfe. Ach, Leute, ich brauch dringend Hilfe. Ja, der Ritter will mich töten. Keine Panik. Ich hab fünf. Vier helfe ich nicht. Ich hab eins. Da ist ein böser Mann. Leute, die sind nicht AFK. Warum sind die nicht AFK? Egal, wir haben genauso viel. Wir haben Gleichstand. Wie asozial kann man sein? Ja. Oh, es sind da viele. Ja, bitte. Hm. Ich komme. Ich rette dich, Zombie. Die explodieren alle. Ja! Alarm! Boah, Alter. Ich hab Ultra-Muni-Probleme die ganze Zeit. Echt? Ich hab gleich 10. Ich hab gleich 10. Komm mir noch nicht alles. Jetzt hab ich 6. Hä? Wie kann... Ich hab gleich 10, ich hab gleich 10. Ja, weil mir alles geklaut wurde auf einmal. Oh oh, ich bin tot. Hab ich oh nein, Schüsse verfehlt. Ich hab 10. Gott sei Dank. Das ist hier ein Blocker. Mann. Ich brauch noch 2 mehr. Ja, da lagen halt echt so 5 Stück oder so. Und jetzt dann ist jetzt einer durchgerannt. Beeilt euch. Ja, ja. Gebt ab. Schnell, okay, schnell. Ich geb einfach ab. Ich hab zwar nur 3, aber bevor der PvPler kommt. Ich ult den PvPler, der ist da hinten. Gebt einfach alles ab. Egal, ja. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Der wird mich holen müssen, weil ich einen Mode hab. Der hat einen Raketenwerfer. Ja, ich hab auch einen. Der ist geplatzt! Er ist tot. Ja, ja, ich hab drauf geultet. Und er hat nochmal ein paar gedroppt. Ja, genau. Ja, jetzt hab ich 3. Okay. Portal ist offen. Zombie. Ja, ich weiß. Ich will aber gerade noch Sam fertig sammeln. Ich hab 15 jetzt. Ja. Okay. Okay, jetzt könnt ihr hier... 15? Hier oben geht hin zum roten Punkt. Winterkrieg, lauf. Da liegen ganz viele. Okay. Oh nein, da ist eine Hexe gespawnt, die mich fertig macht. Nee, nee, keine Angst. Oh Gott, das ist so risky. Ich hab so viele Lieben. Oh, sehr gut. Kann ich die von der Hexe bekommen? Dann hab ich insane. Den. Ja. Mir fehlen noch 2, dann hab ich... Wo sind die von der Hexe? Das hat die sich weggeworfen. Jetzt ist hier bei mir, die Hexe ist bei mir. Ja, ich baller drauf. Den hab ich. Da. Okay, gib dir mir. Ja, 2, dann hab ich 5. Oh, tschüss. Kann ich gar nicht durch. Oh Mann. Ich geh warte. Okay, Mann, ich helfe dir, keine Panik. Ja, ich hab Angst. Wir kriegen nachdem Mordan mich gerade beklaut hat, ey. So, die Rache. So, da. Oh nein, hier sind Partikel, die spawnen. Okay, kann ich nehme den Rest, ja, ja. Ich hab 5. Ah, okay. Oh, nice. Schade. Ja, ich hab ein bisschen gut. Was bei denen getötet. Ja, bei euch steht's ja auch gut. Okay, 10. Nice. 10 rein. Ich lauf mal rein. Oh, nice. Nur noch 10. Also, 9. Ja, die Linie gleich. Ja. Ja jetzt, ah, das oder auch nicht. Das schaffen wir. Das weht. Das brennt. Oh. Ich hab 1. Ne, 2. War mir nicht gut. Oh, was ist da? Was die Hexe ist down. Die Hexe da sind ganz viele gedroppt. Ich bin nicht in der Nähe. Ich hab die bisschen halt. Oh Gott. Ah, das sind aber auch paar große Ritter. Alle abgeben. Alle abgeben. Okay. Ja. Oh, ja, dann töte doch den Muluk. Hier ist ein Blocker. Blocker, Mordado. Ja, ich hab die getötet, die euch verfolgt haben. Ich hatte Angst um euch. Keine Zeit für Angst. Ich nehme die schwere Muni und geh rüber. Ja. Okay. Wie immer. Ja. Wir haben es geschafft. Ich ult wie mal immer. Mal wieder. Okay. Einfach rasiert. Alter, einer von denen hat 13 und der kommt gerade auf mich zu. 14! Töte ihn, Zombie, du schaffst das. Töte ihn einfach. Oh, der ist der schnell. Hexen, die bleibt. Oh, hier ist einer. Nein, er hat sie abgegeben! Oh.
Du bist eine einzige Enttäuschung. Dann töte ich den mit den 8. Ja, den habe ich. Okay, ich habe 3 von ihnen gesniped. Noch eins. Es gibt keinen mehr. Der ist unten unter der Plattform. jemand hat doch noch welche. Nee, die sind tot. Also, oh, cool. Der ist im Spawn oder so. Find ihr nicht. Da ist der Typ, down ist der Typ drin. Oh, der hat mich. Wow. Hä? Der hat dich echt nur in der letzten Sekunde umgebracht. Der hat mich mitgesprengt. Die Kiste? Hä? Ja, Raketen erwarten sollen. Ach so, als er bevor er zurückgeportet wurde oder so. Ich hab überhaupt nicht verstanden, was hier gerade abging. Rest. Ja, ja. Ultra nervig. Rest. Ein Dringling kommt schon wieder. Hinten links. Da, ja, ich seh's. Ah, ich seh ihn auch. Ich hab ihn zweimal getroffen. Er hat vielleicht kein Schild mehr. Versuch ihn zu flankieren. Oh, da du ultet. Wir alle auf ihn chargen. Ein Dringling vernichtet. Ich hab ihn. Ah, er ist tot. Sag doch was. Sauber. Ja, er war ja noch nicht tot. Hä? Er ist eine Sekunde tot. Er ist tot. Sag doch was. Okay, da kommt wieder ein Prime Evil. Und unser Portal ist eigentlich hier rüber. Ich bin Mivel, okay. Der Primeval ist der große eigentlich. Ups, ich bin ein bisschen durcheinander hier in dem Modus. So fühlen sich die Besessenen. Soll ich den dir erklären, den Modus? Ja, bitte. Also der ist der große, also bei den wir getötet haben, haben wir gewonnen. Bei 10 auch. Alter, haben die viele Gegner bei sich. Oh shit, die haben auch ihren Dingens. Ja, aber ja. Wir von 7 Buffs, lass geht einfach auf ihn, geht einfach auf ihn. Ja, lass ihn einfach killen. Bitte, let's go. Gut daneben geworfen, die Granate, nice. Ach man, hier sind zu viele Gegner. Er ist gleich down. Ja, ich geh drauf, so gut ich kann. Pass, alles ja, locker. Ich hab 2 bei ihnen gerade gehabt. Ah, sind nice. Hier geilo. Geilo, Martico. Alter, 40% Uhrzeitlöschaden, Leute. Oh, 20. 6%, woo! Ja, bei dem Gammeltypen kann man halt auch aufleveln und dann kann man so Sachen halt bekommen, umso höher man ist, spezielle Waffen und so. Und es gibt auch noch eine exotische Waffe, aber die gibt's, glaube ich, jetzt nicht in der ersten Woche. Die gibt's jetzt ein bisschen später. Nochmal als Quest oder so, die ganz cool sein soll. Die so eine Mega-Explosion macht, wenn man einen Feind öfter getroffen hat. Der Teleport ist aktiv. Die wollte ich mir auf jeden Fall auch noch. Nachlassen, Bruder. Die Feinde haben die dicken Knarren. Der hat mich gerade Bruder genannt. Bruder. Feinde bei den Bäumen. Von dem habe ich mir echt fast das Bruder schon angewöhnt, weil er es so oft sagt. Brauchen wir jetzt das Bedürfnis, alle Bruder zu nennen? Warum nicht Brudi? Das freut mich ja auch immer. Warum nicht Brudi? Warum nicht Brudi? Ach, Winterkracker, ich habe meine Bomben mal nicht geklebt. Oh ja, danke. Oh, ich hab den Ogre, ja. Oh, ja. Ah. Oh, wie viele Partikel da liegt. Ja. Ja, Mann, gib's dir alle, Manu. Ich geb ab. Also, Telesto ist echt eine Wunderwaffe für diesen Modus. Kann ich echt nur ins Herz legen. Zack. Gefällt mir sehr gut. Aber man kommt auch. Es gibt auch viele, die mit der Sleeper spielen, weil die alle one-shotten kann. Aber ich gebe einfach Headshots. Feinde nähern sich am Strand. So. Ja, gib ab. Wie viel hast du? 1. Okay, dann gib nicht ab. Ich hab 13. Aber ich brauch noch 2 Stück. Oh. Ja, wir geben aber alle ab, bevor die ihn raiden. Das ist eigentlich immer das Beste. Wir sind zu dritt. Er kann nur theoretisch noch gleich kommen. Lass mir den einen Mode, wenn du einen siehst. Ah, da liegt einer. Okay, ich hab 14. So, ich hab 3. Oh. Natürlich. Gott, das sind 2 Oger. Oh ja, ich bin tot. 4 hatte ich. Hab 15 abgegeben. Alter, macht der Ogre Damage. Ich gehe auch nochmal welche abgeben, dann können wir ihn raiden. Oh nein. Okay, vergiss es. Okay. Ja, da sind 2 Ogre gespawnt. Ja. Das ist echt bitter. Ich könnte rein. Das ist richtig ärgerlich. Hab ich gerade. Die liegen 1000 Dinger. Gib es ab und töte die am besten. Da liegen immer noch welche. Du musst die Schere aufheben. Bin doch dabei. Nee, hier dissipiert einer. Oh. 14 Stück habe ich. Töte den einen. Lass ihn mir auf jeden Fall. Habe ich ihn eingesammelt. Wir können gleich ihn waden. Oh, der wird hundertprozentig mich suchen. Gib einfach ab. Nee, hier ist ein Dinger. Ihr müsst mir helfen. Ach so, ich helfe dir. Ich mache einfach mal ein Ulti jetzt. Die töten mich. Wenn ich jetzt, wann dann? Okay. Er ist bei mir. Er ist in mir. Ja, Zombie, versteck dich einfach. Ich sehe, wo er ist. Da hinter der Wand. Genau. Aber geh weg, wenn er dich jetzt... Du stehst halt voll offen. Der Eindringling ist weg. Oh Gott. Okay. Warte, ich zieh kurz mit der Brücke wieder. Ja, so. Oh, das ist jetzt ein... Hallo, Wintercracker. Okay. Halt ja einfach wieder ein Disconnect. Oh, hallo Leute.
Diese Partikel hey. Haben einen besessenen Ogre auf die gegnerische Seite. Wie fein gehst du einfach? Ja, ich dachte, ich hätte keinen Bock mehr. dachte, so und wolltest du nicht sagen. Ich dachte, so komme ich unauffällig raus aus der Nummer. Keiner hat geultet da. Ja gut, aber er hat auch Elf-Modes. Oh nein. Und den kriegen wir hat zusammen. Zwei getötet, aber nicht den mit den Modes. Hey, er lässt einfach alles droppen. Was oh, da kommt er endlich auf seinen. Oh nein, ja, über dir. Oh, ich scheiße. Bin, oh, ich hab einen mit Elf getötet. Ja, und verloren. Oh, Mann. Egal, ich hab richtig gut bei denen reingehauen. Er musste nochmal. Wir müssen ganz schnell abgehen. Ja, hau noch dreimal rein. Achso, den Vader hat euch getötet. Ja, der hat genau dasselbe mit uns gemacht, was du da gemacht hast. Achso, wahrscheinlich noch krasser. Ja, ja, weil die... Ah. Das ist auch keine wir müssen Energie einfach machen. Ganz schnell abgeben. Wir sind einzige. Dann nochmal invaden und Zombie muss dann wieder carryen. Ja, ah, die haben eh gleich hier im Primeval, dann kann ich unendlich invaden. Da ist ein Ritter, der leuchtet. Ja. Der leuchtet, der droppt viel, ja. Ja, das ist der wahrscheinlich, den wir gerade fast gekillt haben. Ich gebe ab. Ich hab 6. Jo. Da haben wir auch ein bisschen noch, dass ich einfach so viel abgeben kann wie möglich, bevor ich invade. Eine Feindwelle bei den Ruinen. Oh. So. Ach ja, wir sind ja über die kleinen weißen Linie. Da sieht man ja sogar, wann man invaden kann, wenn man alle abgibt. Hier so. Ist noch Power-Munition. Ja, brauche ich. Nimm die mit. Oh, wenn der Kacke ist oh, da ist ein Ogre. Oh, ich wusste gleich, dass man wieder rein. Oh, der Ogre ist down. Praktisch. Nice. Ich hol's mal. Okay, hol du. Ja, mach du. Oh, Scheiße. Okay. Da hinten macht den weißen... Scheibenkleister, wollte ich sagen. Nein, der Manu. Down ist doch ein Fetter. Wie, Hilfe, du stirbst ich hab jetzt. Ich hab fünf. Oh. Ich geb ab. Nein, Ingwer trifft mich. Hab abgegeben. 5. Oh. Junge. Hey Leute, keine Panik. Ich bin wieder da. Ja. So. Jetzt wird alles das gut. Das ist einiges wert. Oh, oh. Oh, der hat, einer hat mich gerade angeschossen, aber ich habe überlebt. Oh, 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 der Ogre. Töte ihn. Nimm ihn. Abgeultet. Ich kann nicht hüpfen. Du musst mich deffen. Ich hab einen AP. Die Gegner haben ihren Uhrzeitler. Ich gehe nochmal. Ich brauche in der Mitte unbedingt Hilfe. Ihr müsst den Typen kaputt machen. Oh, hier sind so viele Gegner. Ihr müsst ihn in der Mitte kaputt machen. Ja, in der Mitte kaputt machen. Ich helfe dir sofort. Ja. Oh, fuck. Ich bin aber gerade dabei zu sterben. Ja, komm, wir haben den Uhrzeitler, wenn wir abgeben. Ich gebe einfach ab. Die 4. Zack, fertig. Wie können die Gegner... Okay, wir können das echt gewinnen, in der Theorie noch. Können die Gegner, die ich sehe, durch Wände mich... Hast du Ulti? Ich mach Ulti. Nee, hab ich nicht. Ich hab Ulti gerade. Ich hab auch keine. Der ist unbesiegbar, ich trottel. Ja, du musst den töten mit dem Strahl. Ja, wow, das wäre eine effektive Ulti. Hinten links ist einer. Von unserem Spawn aus gesehen. Invader. Ja. Hab ihn. Nice. Du kannst jetzt entspannen. Ich wiederbelebe, wer auch immer hier liegt. Ja, mich, danke. Die Wächs haben mich gesprengt einfach nur. Die Gegner sind zu stark. Das Recht von dir, bitte. Warte. Wir können doch invasieren gehen, weil ich brauche jetzt 100 Jahre, bis ich da durchgehen kann. Ja, ich bin Wintercracker hast du. Oh, hast du auch keine Hilfe. Ich bin jetzt da. Hä? Ich bin falsch rum rein. Okay, Wintercracker ist durch. Aber ich kill keinen. Doch. Aber mit Power Money draufballern. Ich töte den, der über uns ist. Jetzt mal töten, oh Gott. Und wo kommt der? Von rechts. Der schießt mit Raketen. Steht oder rechts kommt und schießt mit Raketen. Oh, der hat mich geultet. Hab ich den, der bei uns ist? Hey, du hast ja nicht angefangen. Oh, die gehen gerade voll auf ihren Boss drauf. Ja, ich gehe durch, sobald ich kann. Ich camp hier schon am Portal. Mist, ich war gerade dabei zu holen. Hilfe. Das Portal ist bereit. Portal ist an. Ich komm mal rein. Ja. Okay, wir machen. Wir haben gerade eine Nova-Bombe drauf. Oh nein. 1-1. Ach. 2 Kills! Ja! Oh, 65%. Hat er 2 Partikel abgegeben. Uhrzeitler Schaden 0%. Kann mir auch gar nicht zu. Ich depp-tanze trotzdem für dich. Ich tanze auf deinem Kopf. Hey! Oh. Okay, gut festhalten. Ach man, let's go. Die Feinde haben neue Truppen gerufen. Ja, Zombie Pyro. So, zack. Eine Feindwelle bei den Ruinen. Wir machen die fertig. Unentschieden hier gerade. Ich kann den Modus auch ganz gerne kurz nochmal erklären. Man kann hier diese Partikel abgeben. Bei 15 oder 15 spawnt ein Gegner bei den Gegnern. Und wer zuerst 75 abgeht, kriegt einen Boss und den muss man töten. Und wir spielen gegen 4 andere, die dasselbe halt machen. Und alle 25 Partikel kann man einmal invasieren gehen. So, dahinter liegt noch einer, genau, Zombie. Hier mittendrin liegen auch noch welche, oh Gott.
Ja, ich hab hier oben gerade noch ein paar. Oh ja, ich sehe es. Oh, Alter, du darfst Alter. Nicht sterben. Zombie, gib einfach ab. Ich weiß nicht, wie viele du hast, aber warum das sind einige. Warum soll ich mit 12 abgeben, wenn ich 15 sammeln kann? Naja, nicht, dass du stirbst, ne? Ich sterb nicht. Oh, wir haben und die Hexe ist gefährlich. Aua, die haben da so einen Schild, Mann. Oh, das war knapp, fast wäre ich auch gestorben. Mir fehlen noch 3, dann habe ich 5. 15, zack, viel Spaß mit dem Oger. Solche Opfer. Hä? Mein Bogen war gerade unsichtbar. Power Muni ist in der Mitte, kannst du mal mitnehmen, der invadiert ja so. Ja. Invasiert ja sowieso. Invadiert! Wollen wir die Invadierungsmunition? Oh ja, endlich. Hab ich, ey! Ey! Mir fehlen immer noch 3! Okay. Alter Wintercracker, ey. Kein Wunder, dass du ein Disconnect hattest. Das war Karma. Ja, ich wurde von dir gedehnt. Alter! Hoffentlich verliere ich jetzt alles. Ah, wir haben genug für Ding. Mich hat ein Ritter getötet, bitte aufheben. Liegt da am Strand. Gib ab, Wintercracker, gib einfach ab! Mann, hey, ich hab Um Gottes Willen, 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 um Gottes Willen. Oh, jetzt haben sie abgegeben, schade. Nein! Ja, ich seh's! Ach komm! Einer von denen ist bei uns, viel Spaß beim Sterben. Ja, oh nein, aber wir können jetzt. Ja, es wieder. Abgegeben, abgegeben, abgegeben! Ich hab's noch abgegeben. Ja, ich auch. Oh, wir haben nichts verloren, das war so knapp. Der ist knapp. Unten in der Mitte. Ja. Oh, der ist bei mir, ja. Aber Wintercracker hat auch keine Punkte, oder? Wie viel hast du da verloren? Nix. Null. Kette 0. Das ist gut, wir haben überhaupt nichts verloren. Und jetzt kann einer rüber, oder war schon einer drüben? Ich hab gerade einen mit 14 getötet. Oh, nice! Caesar und Senf dazu. Down is er. Der Mülleimer. Okay. Er ist weg. Hab ich den noch erwischt? Oh, aber ja, ich hab 3 getötet. Perfekt. Wir haben jetzt einfach nichts mehr. Gedrickt. Oh, Leben zerstört wieder von denen. Ja, Zombie zerstört Existenzen. Okay. Ich hab schon 2. Ich hab schon 1. Ich geb ab, glaube ich. Geh mal ein bisschen mit meiner Powerwaffe ein bisschen rumballern. Meine Energiewaffe. Ja, die brauchen ja auch noch eine Weile, bis sie das nächste Mal invadieren können. Oh, hier ist aber ein Fetti gespawnt. Okay, das ist jetzt echt so ein Meme geworden. Ja, dabei ist es doch ein ganz normales Wort. Oh ja, ich hab ihn. Ich hab auch eine Hexe. Okay, beide Hexen sind da. Aber da ist ein Oger hinter mir gespawnt. Ich hab 9 Partikel verloren. Oh nein. Geilo. Zombie. Ja, aber du kannst immer gleich wieder investieren gehen, wenn wir abgeben. Oh, ja, einen brauche ich noch, einen brauche ich noch. Oh, ich hab mehr als einen. Ich hab 6, Mist. Ich nehme das oben, dann fehlt mir noch ein Stück, dann hab ich 15. Kann der Oger nicht hinter der Säule laufen? Okay, ist da. Oh, die können invasieren. Okay, ich gebe einfach ab. Gib auch einfach ab. Mach das, ich auch. Deine. Baller da unten den Oger noch kaputt. Oh ja, geil. Schnell abgeben, bevor der mich tötet. Zombie, wir können invaden, ne? Wenn durch. Oh, Invader ist auch hier. So fühlen sich die Besessenen. Wo ist der? Er ist da oben. Ja, er ist wieder. Nee, er ist unten. Jetzt ist er in der Mitte. Wir haben alles. Doch, wir haben alles abgegeben. Ich hab 2 getötet, die mir am meisten. Nein, der hat noch einen. Ja, ich hab's gesehen. 3 getötet? Aber ist egal, wir haben ja nichts verloren. Kann ich mal alle 4 töten? Wo ist denn der 4. von denen? Der 4. ist bei uns. Der hat uns noch invaded. Ach so. Oh, Raketen. Okay, ich hab 4 Kills gemacht. Er ist weg, könnt ihr mich resten? Ich lieg da auf dem Weg. Ach, rastet aus! Entschuldig. Beste Schießerei. Okay. Nur noch 11, ganz schnell, so schnell wie möglich abgeben. Und dann kannst du nochmal wieder rüber. Ja, nochmal ballern. Das ist unsere Taktik. Oh, wir sind 2 tote Oger. 2 tote Oger, gönnt euch. Ja. Habt ihr genügend. Ich hab. Oh Gott, ich sterbe. Ich bin tot. Die Hexe war noch in mir. Okay, ja, sammelt trotzdem das von der Hexe auf. Dann ich hoffe es mal. So. Oh, okay, ich hab das noch. Ja, wir haben genug, abgeben. Wir haben gewonnen, wenn du den reinhaust. Wir haben gewonnen. Ja, passt. Aber wer zuerst abgeht, kann den nur echt schneller töten. Geh rüber. Ja, ich heb mir meine Ult sogar auf. Ich kann nicht rübergehen. Achso, doch. Sollte eigentlich aufgehen, ne? Ja. Aber ist gerade noch zu. Einer von denen ist bei uns. Oh nein, ja. Das ist wahrscheinlich wieder dasselbe mit Raketenwerfer wie jedes Mal. Ja. Der kommt von links nach oben. Ja, der hat Ult an. Ja, ich habe auch meine Ult. Wow. Ach, da ist er. Ich hatte auch meine Ult an, aber er hat mich früher erwischt. Hab ihn. Hey. Nice. Der Nexo-Killer. Boah, ich muss echt die Ult ändern, ey. Die Hexe, du hast fast. Sagt er in der letzten Runde. Alter, diese dumme. So, hab's da. Die Hexe ist kaputt. Okay, warum seid ihr denn so stark, Ekling? Das Portal ist nicht aufgegangen. Also keine Ahnung, was damit war. Okay. Vielleicht sollten wir es locker schaffen. Ah, jetzt ist es so einen krassen Vorsprung, was den Buff angeht.
Ja. Oh, wir, der, hier ist ein Invader wieder. Ja, ist wieder derselbe Typ. Ja, ja, ruhig kommen. Wir haben dieselbe Taktik. Ah, oh, okay, mich hat einer mit einer Schrotflinte gewiss mal getötet. Ich bring dich zurück. Wie der direkt wusste, in welcher Ecke ich komme. Hilfe. Enka. Ja. Ah, da ist er. Da ist er, ja. Hab ihn ein paar Mal? Ich hab ihn auch ein paar Mal. Ja, wir haben schon vier Stacks. Er kommt. Hab ihn gekillt. Oh, super. Super, Manu. Ich mach jetzt einfach einen Boss. Manu, ich mach meine Ult. Ich hab den gekillt. Ja, super, ihr beiden. Immer wird Manu bevorzugt. Ich mach jetzt einfach voll Damage drauf. Ja, wir machen einfach den Tod. Oh, Laser. Oh, die machen den auch gerade tot. Nee, schaut also bei uns. Ja, aber wir gewinnen. Ja. Ja. Die sind besser. Easy. Jawohl. Die sind viel besser. Perfekt. Eine blaue Waffe. Und Level Up. Ich hätte die Bounties vielleicht im Turm mal annehmen sollen für Gambit. Oh, das ist traurig. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Ja, oh, 27 Leute getötet. Und dass jemand von denen auf Cover. Partikel verloren, 24. Ich 12. Einer von den 40 und 30 und 19. Ja, die hatten wirklich viel. Rasiert, oh, ich Waffe bekommen. Ich nur... Wow, wir wurden mal nicht rausgekickt. Ja, waren ultra coole Runden. Also die erste Runde war nicht so cool, aber die restlichen... Willst du abbrechen, die Suche? Ja, habe ich. Gehen wir nochmal kurz zum Turm, chillen da kurz und dann gehen wir nochmal einen Blick in die träumende Stadt werfen. Oh ja. Nicht die Erde. Turm. Let's go. Welche neuen Fokusse gibt es für den Warlock? Kann ich dir gerne zeigen. Es gibt einmal die Chaosspannung, damit macht man diesen Laserstrahl, den ich gezeigt habe. Dann beim Feuer, Solar heißt es, gibt es den Brunnen des Glanzes. Der heilt ein Extrem und macht, dass man 35% mehr Schaden macht, während man drin steht. Ist für alle PvE-Encounter unglaublich gut, weil man fast unsterblich ist da drin. Und dann bei leere Läufer gibt es eins, da habe ich scheinbar noch nie drauf geklickt. Kann man sich so hin und her teleportieren und Explosionen um sich herum machen. So Void-Explosionen. Die sind sehr cool. Den hat Karl, ja. Hallo Karl. Hallo Karl. Hallo. Hallo? Der hat im Chat geschrieben, Manu. Nicht verwirrt sein. Hört ihr mich? Wo hast du den Saat des Lichts her, den zweiten? In der träumenden Stadt gibt es den Quell... Oh Gott, wie heißt der? Warte, lass mich auf der Karte gucken. Die Namen weiß ich noch nicht auswendig. Hier in der träumenden Stadt gibt es... Karte, bitte? Da. Den blinden Quell. Wenn man den auf Stufe 2 oder 3 macht, kann eine Saat des Lichts droppen, wenn man das abschließt. Das ist ein Ort, da kommen... Ja, musst du einfach warten, bis so 5-6 Leute da sind und dann... Metzelt man da mit Ults und allem rum und das ist eigentlich echt ziemlich cool. Aber man muss ja erstmal die Leute dafür zusammenkriegen. Entweder halt geht man selber in der Dreiergruppe rein und hofft auf eine andere Dreiergruppe zu treffen, oder man geht alleine rein und hofft irgendwie 5 andere Leute zu finden. Geht alles. Genau, und da kann der zweite Saat des Lichts droppen. Wo man den dritten herbekommt, weiß ich nur nicht genau. Fehlt mir ja auch noch. So, jetzt gehe ich mal zum Gambit, Mann, ob ich irgendwas bei dem kaufen kann. Ich bezweifle es zwar. Geiler Rhyme. Danke. Bin ein cooler Typ. Wie lange willst du streamen? Bis 21 Uhr oder ein bisschen länger, je nachdem, was ich und Winterkacke jetzt noch angehen. Im Groben. Die Action geht gleich ab. So, hallo, Gambitmann. Nenn mich. Genau, hier kann man sich Aufgaben mitnehmen, mit denen man dann auch ein bisschen schneller levelt. 20 Feinde besiegen zum Beispiel. Oder nochmal 20 Feinde. Ja, nochmal 20 Feinde besiegen zum Beispiel. Oder 2 Uhr Zeitler beschworen oder 30 Präzisionskill. Aber es zählt, ist alles PvE bezogen, nicht mal auf die anderen Spieler. Echt? Ja. Ach, 20 Feinde PvE zu killen ist doch richtig easy. Ja, ich nehme die mal mit. Ich mache die, glaube ich, später noch. Kaputt machen. Ja, genau. Und wenn man höhere Ringe hat, zum Beispiel, wenn man den einmal auf Maximum gelevelt hat und dann kann man den zurücksetzen, damit man den neu leveln kann. Wenn man es dreimal gemacht hat, kann man diesen Geist hier holen. Der relativ cool aussieht. Wie viele Clan-Belohnungen kriege ich denn? Ja, ist so ein bisschen grünlich. Oder wenn man es einmal zurücksetzt, kriegt man irgendwelche mysteriösen Einladungen. Ich bin mir nicht sicher, was die machen. Aber ja, gibt auch eine Waffe hier bei Ruchlosigkeit Rang 12. Die ist cool. Die schießt vollautomatisch und hat Killclip, ist ein Impulsgewehr. Fände ich sehr cool, die zu haben, aber dafür brauche ich Rang 12 und ich bin noch nicht mal Rang 6.
Wie kommt man da zu dir? Mit dem Warlock-Front kriegt man da hier so einen Vogel auf dem Arm, das ist auch cool. Zeig ich dir, Manu. Du musst hier herkommen und dich ducken. Warte, du bist eine Tür zu weit gegangen wahrscheinlich. Wo bist du denn? Ja. Hallo? Ja. Hier, komm her. Hier, ducken. Ach so, man muss sich echt ducken. Ich dachte, das... Was ist das für eine was für Frechheit. Was für eine Barriere steht hier und versperrt meinen Weg. Was sind diese Geisterprojektionen? Das ist was Neues, wo ich jetzt... Keine Ahnung. Ist da, so, nehme ich mal an. Kann man halt hier so freischalten und dann draufklicken und... Ja, dann, wenn man einen Geist hat... Oh, ist da ist er. Ja, hallo. Dann ist es halt da drüber. Bringt nichts. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwelche coolen... Oh, hallo Manu. Oh, hast du coole Rüstung an? Ja, kannst du. Ich hatte so einen schönen Look, ey. Aber und jetzt sehe ich wieder komplett kacke aus. Irgendwann bist du wieder cool. Hüter. Hier gibt's Clan-Aufträge und so, die nehme ich mal mit, bevor wir hier jetzt zur Dreaming City gehen. Alter, was habe ich denn jetzt bekommen? Warte mal. Achso, du kriegst... 503! Ja, durch den Clan! Ja, richtig viele. Kriegst du 3 oder 4, 500 Gegenstände bekommen. Ups, habe ich vergessen. Ja, damit kann man sich richtig kann ich aber eh nicht anziehen, erst in 10 Leveln. Ah ja. Ja, aber wenn du dann die Hälfte... Ja, dann habe ich direkt krassen Waffen. Ist die restliche Kampagne für dich einfacher. Neuverbindung. Der Baboon. Ich auch. Er hat mich rausgekickt. Wir dürfen keine Bounties annehmen. Verboten. Warum macht Baboon das? Bin eben erst dazugekommen. Wann kommt das Video? Welches Video? Hast du Pik Ass-Zombie? Nee. Mach ich aber heute noch wahrscheinlich fertig. Wir sind voll gut dabei. Ja. Ich hab noch eine fertige Gambit-Aufgabe im Inventar. Und krieg schon wieder den Helm. Ich brauch die anderen Rüstungsteile. Mensch. wir sind gerade dabei, den Questschritt 250 Feinde in Strikes zu töten. Danach müssen wir 25 Kills im PvP machen und dann noch ganz viele Kisten öffnen, dann kriegen wir Pickass. Ist ja eigentlich recht simpel. Karl trollt wieder Leute. Ja, ist doch gut so. Morgen kommt das Video, schreibt er. Kommt's echt morgen? Ja. Den Stream werde ich die Tage hochladen. Ich weiß noch nicht, ob es morgen ist. Morgen. Um 16.30 Uhr, ja gut. Ja. Ein Spieler hat den Einsatztrupp verlassen. Ja. Fehler, die von Spielwelt entfernt. Oh, nee. Oh Gott. Wir wurden gebannt. Ja, wir waren zu gut. Ah. Wir haben zu oft den Gambit gewonnen. Da sind wir. Ist doch perfekt. Dann können jetzt Manu und Maudado gehen und dann spiele ich mit Winterkönig. Kannst gehen? Tschüss, Maudado. Ja, du kannst ja nicht dahin, Maudado. Hast nicht genug Endgame gespielt. Hey, da stand, ich hab's durchgespielt und dann habe ich aufgehört, hä? Oh, Leute, gönnt da euch... Da stand Ende! Gönnt euch die Dreaming City, die ist echt schön. Alter, du kannst doch nicht Maudado jetzt... Hallo? Hast du ihn ernsthaft gerade gebannt? Das war nicht ich. Das war Winterkönig. Ich hab grad probiert, mich selber zu bannen, aber das geht nicht. Bis später, Manu. Bis später. Tschüss. User disconnected from your channel. Ich glaube, er hat den Perma gebannt. Ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt ein bisschen wütend ist. Oh, er schreibt im Chat. Zombie hat mich gebannt. War ich gar nicht. Ja, die Dreaming City, hallo. Winterquicker lädt länger als ich. Hallo. Also. Hier bin ich, hallo. So, welche Waffen nehmen wir denn jetzt? Jetzt brauche ich maximales Licht, sonst werden wir wieder hier explodieren, einfach nur durch existieren. Hier ist jeder Lichtpunkt so wichtig. So. Ja, wie viel Power hast du? Warte, ich versuche gerade alles anzulegen, was die höchste Power hat. Da fehlt noch was. Helm habe ich noch falsch an? Ja. Ah, ich habe einen 520er bekommen. Alter, fehlt immer noch was? Ah ja, Primärwaffe. 517. Ja, 514 habe ich. Okay. Und ich will aber mit dem Bogen spielen. Lass ich den Bogen dabei. 514 habe ich jetzt auch. Perfekt. Die 514er Gang. Diese exotische Waffe ist so ein Gerät. Exotische Items sind in Abforsaken seit dem neuen Addon super selten. Ich habe eine bekommen und in meinem ganzen Clan habe ich irgendwie mitbekommen, dass ein anderer jetzt bisher eine hat. Eine neue. Und ich habe hier ein Automatikgewehr, was 4 Automatikgewehre ist. Und alles, was mir nicht gefällt, baller ich kaputt. Genau. Und das hier ist die Dreaming City. Also eher gesagt die Wand vor der Dreaming City. Aber wir können ja da kurz mal hinfahren. Was machen wir denn? Public Events? Oder wir können uns erstmal die Bounties holen, würde ich sagen. Und gucken, was die heute sind. Mir fehlt noch eine, dann habe ich die Weekly fertig. Ah ja. Cool. Ja, und das mit dem Brunnen musst du auch noch machen. Da kriegst du auch noch dann irgendwie so Powervollzeug am Ende. Stimmt, ja.
Ja. Können wir uns einfach irgendwelche random Leute dann suchen? So, da ist die Dreaming City. Guck mal, ein Regenbogen. Wunderschön. Das da vorne, dieses große Gebäude, ist der Raid, der am 14. öffnet. Und soweit ich weiß, ich kann nichts dazu bestätigen oder sagen, wie cool es ist, aber sobald der Raid offen ist, passieren Sachen, die die Welt hier beeinflussen. In dauerhafter Weise. Wahrscheinlich, also ich denke, es wird so einen 3-Wochen-Zyklus geben, dass jede Woche hier das komplette Gebiet halt unterschiedlich ist. Ich nehme an, das ganze Gebiet wird dann hier mit so Taken-Zeug durchzogen sein. Das wird ganz cool bestimmt. Und gibt bestimmt auch noch ein paar andere Aufgaben und so. Gibt hier auch sehr, sehr viele Geheimnisse und alles. Und da ist das Material, was man von hier sammeln muss. Das kann ich nicht liegen lassen, ist einfach zu wichtig. Muss. Ich zeige euch aber zum Beispiel auch gleich ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Secrets und so, die ich bisher gefunden habe. Was wolltest du sagen? Sorry. Ich würde es mal ätzen, den Kram aufzusammeln, wenn man die Bounty noch nicht hat, weil man die eh jeden Tag machen muss. Oh, ja. Nee, ich weiß nicht, ob es jeden Tag dieselbe ist. Die waren nur bisher öfter hintereinander da. Schon dreimal, oder? Und heute, warte. Ja, heute ist sie wieder da. Sind Exotics allgemein selten geworden? Ja, auch die alten sind selten. Also wenn ihr vor selten gespielt habt und die bekommen habt, Glückwunsch. Ansonsten, ja, viel Spaß. Aber Xur, der Händler, verkauft die alten. Der verkauft, glaube ich, keine neuen bisher. Oder wird sie nicht verkaufen. Zwei öffentliche Events machen. Okay. Ich dachte mir, dass du 50 Zweige sammeln. Okay. 65 Feinde besiegen. Kriege ich hin. Einen verlorenen Sektor, die Sternlichtkammer. Das wird eklig, aber kriegen wir hin. Und vier Bosse besiegen. Okay. Hä? Im Riff gefertigt. Bist du denn ein Boss? Keine Ahnung, was ein Boss ist, aber wir hauen einfach auf alles drauf. Die habe ich alle fertig? Genau, die habe ich alle fertig gemacht, die wöchentlichen und Quests. Perfekt. Ich kann mal, einfach weil es cool aussieht, die Rüstung von der Stadt hier anziehen. Die hat sogar einen eigenen Mod, dass man mehr Schaden bekommt, aber auch mehr Schaden macht. Davon gibt es aber auch eine geupgradete Version, die ich durch die wöchentliche Bounty bekommen habe, wo ich nur mehr Schaden verursache. Immer noch an einem Stück. Aber ich habe erst einen davon. Davon bräuchte man ja theoretisch 5 Stück, um das auf die ganze Rüstung zu machen. Aber wenn man das hat, dann hat man hier auf jeden Fall in der Stadt auf jeden Fall schon ein einfacheres Spiel. Ist das die Robe? Ja, genau. Und das sind die Schuhe und das ist der Warlock Bond. Ja, das ist die Rüstung aus der Dreaming City. Das sieht echt cool aus. Genau. Und die reagiert, kurz mal zum Zeigen, weil es einfach cool ist, mit so einem Trank. Damit kann man Geheimnisse hier finden. Da steht, öffne deinen Verstand gegenüber den Geheimnissen der träumenden Stadt. Den kann man trinken, gibt's hier überall. Und dadurch wird meine Rüstung taken. Wenn ich die hier von der Stadt anhab, was ziemlich cool ist. Weil ich jetzt einfach so ein Taken-Man bin. Und wenn ich so bin, sieht man auch noch bei meinem Sniper dazu. Es gibt hier auch einen Taken-Sparrow. Aber man weiß noch nicht, wie, glaube ich, man den bekommen kann. Echt cool. Ah gut, ja, zum Beispiel mit durch den Trank sieht man diese Plattform hier. Den kann man dann folgen. Und da kann man geheime Kisten finden. 10 Stück gibt es die Woche zu finden. Ich habe die alle schon geholt. Gibt einige Videoguides und so, wie man die am schnellsten findet. Hilfe. Fall eventuell gerade runter. Hä? Hast du die Kiste hier unten schon mal gesehen? Wo bist du? Launische Magier, 3 an der Zahl, bewachen ja, das ist ein Schloss und so. Genau, das ist auch ein Rätsel, das habe ich. Es gibt hier so versteckt Arkus-Ladungen, die hier rumliegen. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Wenn wir die machen oder finden und da einsetzen, dann können wir die Kiste öffnen. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Schau am besten nicht an derselben Stelle, wo ich bin. Hier ist so ein Zweig bei mir für die Bounty. Ah ja, okay. Dann komme ich doch zu dir. Aber man hat nicht unendlich Zeit, um diese 3 Kugeln zu finden. Oh, okay. Deswegen. Sind die immer am gleichen Ort? Ja, die haben feste Positionen, aber man muss die halt erstmal kennen. Na, guck mal, haben wir da direkt irgendwas gefunden, was uns beschäftigt. Während ich hier aber nur ein bisschen rumgealbert habe. Aber sind die auch hier in der Nähe irgendwo, oder können die irgendwo sein? Sollten relativ in der Nähe sein, man muss ja damit hinlaufen. Komm her. Ja, hab eine. Die sind nice. In so Schüsseln drin. Schüsseln. Okay, hier oben auf dem Berg ist eine. Die Sensoren zeigen einen plötzlichen. Oh, das coole Public Event, aber es sind zu wenig Leute, um es heroisch zu machen. Wenn man das heroisch macht, geht es voll ab. So, eine habe ich abgegeben. Okay, ich such mal. Ja, okay, geh du mal in die Richtung, ich guck in der Richtung hier. Ja. Hier irgendwo eine Suppe vielleicht so versteckt oder unten in der Höhle drin. Ja. Oder vielleicht hier in dem Berg. Oh ne, hier. Nein! Hier endet die Map. Nicht sterben. Ich seh nichts mehr. Ich seh nur noch Nebel. Ja, du weißt ja, wo ich bin. Okay. Ist hier was drin? Nee. Zieh mir den Chat mal ein bisschen näher.
Dann kann ich ein bisschen auf euch mehr eingehen. So, der ist nämlich echt weit weg. Ist Backseat Gaming erlaubt? Ja, ja, klar, ihr könnt gerne sagen, wo die sind. Das ist vollkommen okay. Geht gerne die auf die Hilfe von euch ein, wenn ihr wisst, wo die Kugeln gerade rumliegen. Beantwortest du Fragen? Nee, gerade nicht. Wir spielen gerade ein bisschen Destiny. Ich gehe so ein bisschen Feedback ein ins Chat, aber kein Q&A jetzt hier. So, hier oben habe ich eine gefunden. Ist das hier eine Ladung? Kompost und alle nur Fs. Okay. Leute, lasst das bitte. Ja, fände ich auch schön. Aber ich kann es verstehen, wenn ihr rummemen wollt. Ich als Mensch, der Memes mag. Hast du eine gefunden? Nee, ich dachte, ich hätte eine gefunden, aber es war nur... Ich falle gerade aus der Map. Oh, cool. Oh. Lohnt es sich noch, Destiny anzufangen? Ja, zu einem Addon eigentlich erst recht. Ja. Am besten halt mit Freunden. Man kriegt ja eh einen Boost, oder? Wenn man das Addon kauft. Einfach. Genau, genau. Kriegt man den... Komm auf 320 Licht, dann seid ihr genauso gut wie Manu. Ja. Wolltet ihr schon immer so gut wie German Let's Play sein? Dann holt euch das Addon. Manu hatte noch was vor, glaube ich, und Maudado ist nicht auf dem Level, um das Gebiet zu... Beide sind nicht auf dem Level, um das Gebiet zu betreten. Ja. Maudado müsste erst so eine Questreihe davor machen, bevor er überhaupt hier hin dürfte. Das ist der Lost Sector, oder? Ja. Und dann würde er halt trotzdem von allen Sachen gewonnen werden hier. Ja, also wäre keinerlei... Ja, er könnte mitreden und sterben. Ich glaube, wir finden die Kugeln. Oh, hier ist eine Schale. Ist es die Schale? Nee. Die Kiste ist noch da, tatsächlich. Wie sehen die Schalen aus? Sind die so von innen schwarz? Ja, bist du auf dem Berg oben? Da, wo ja, ich war? Oder ist es die du schon gefunden hast? Kann sein, dass es... Nee, du bist woanders auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist nur Deko, weil ich kann den nicht eh drücken oder so. Was muss man tun, um in die träumende Stadt zu kommen? Nach der Story kriegst du von der Spinne oder von Spider eine Quest, die dir sagt, dass du verlorene Sektoren machen musst. Die musst du weiterverfolgen, die Quest, weil du machst erst verlorene Sektoren... Dann, ich weiß gar nicht mehr, was danach kam, ehrlich gesagt. Ah, dann kam noch irgendwas. Dann irgendwas und dann ein Public Event. Ich weiß noch nicht mehr, was hier zwischendrin war. Ja, genau, da muss man irgendein Public Event machen und dann kriegst du eine Quest nochmal mit Story und Cutscenes, die dich dann hier in die Stadt führt. Ob die Story irgendwie fortgesetzt wird oder so, weiß ich noch nicht. Aber die Stadt ist halt so für 530 Licht ungefähr ausgelegt. Also am Anfang wird man da relativ stark fertig gemacht, wenn man nicht genug Licht hat. Ja, deswegen am besten in der Gruppe spielen. Aber man kommt auch so klar. Ja. Ich finde deine Destiny 2 Videos sehr hilfreich. Weiß nicht, ich erkläre jetzt nicht so viel. Aber ich habe sehr viel Spaß an dem Spiel, merkt man eventuell. Ich finde immer nur dieselbe Stelle mit der einen Schüssel. Warte mal, ich hol mir mal die Schüssel bei dir an, ich möchte mal sehen, wie ja, die aussehen. Ja, komm mal her. Die Kiste ist eben mittlerweile weg. Hätte mich auch nicht gewundert. Wir können die Schüsseln ja trotzdem suchen. Ach so, dann, ja, ich habe die andere dann gefunden. Dann geht die wahrscheinlich nur nicht mehr, weil die Kiste weg ist. Okay. Ja, warte, ich war vorher noch da, die Kiste. Zeig dir, wo die andere ist. Ja. Moment. Ah, du bist schon hier. Ja, ich hatte schon erwartet, dass die zweite hier ist. Dann suchen wir aber die dritte mal, weil ich echt gerne wissen würde, wo die dritte dann ist. Hier ist die zweite. Ah, ja. Okay, das ist eindeutig die zweite, ja. Ja. Ob die andere auch hier irgendwie so auf so einem Berg drauf ist noch? Wäre ein bisschen einfach, oder? Ja, könnte sein. Oder unten in der Höhle drin, da sind ja ein paar Höhlen da unten. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn die Kiste ist ja auch unten, bestimmt ist die dritte Schale auch irgendwo unten versteckt. Ich guck mal hier in die Höhle rein. Ist ja so ein Ort. Hier so? Nein? Wofür gibt's diese Höhle? Ich will einfach durchlaufen. Kann ich noch weiter hochhüpfen vielleicht? Ja, kann ich. Dann bin ich nur zwischen den Felsen. Oder hier so vielleicht? Ach, hier ist ein verlorener Sektor. Vielleicht da drüben. Am Rande der Welt. Bestimmt irgendwo in dem Nebel einfach. Oh, es wäre so gemein, wenn es einfach da hinten irgendwo im Nebel wäre. Ja, also sobald man hier ein bisschen zu weit von der Küste weggeht, sieht man halt nur noch Nebel. Und dann ist es ein bisschen schwer, Zeug zu finden. Oder überhaupt den Boden zu sehen. Okay, ich bin auch gerade an der Grenze zum Tod gewesen. Ja, da ist schon wieder. Aber nichts sehen und immer in die Todesgrenze reinlaufen.
Ja, wie könnte was Geheimes sein? Streamst du wie du und Winterkracker das Peak Ass holen? Da gibt's nichts, was man großartig zeigen muss. Also wir rennen durch einen Strike und töten Trash-Gegner, bis wir 250 getötet haben. Genau. Na, lass uns mal die Bounties verfolgen. Ja. Welche verlorene Sektor, wollen wir den machen? Schaffen ja, wir den? Ja, machen wir den. Der wird schwer, aber kriegen wir ihn. Sternlichtkammer. Ja. Sternlichtkammer war der Sektor, der hier ist. Ich glaube, das war die Sternlichtkammer. Auf der Rückseite von dieser Wand. Welche links? Hier war, glaube ich, der Eingang, wo ich gerade war. Ja, ja, auf der Rückseite von dem Ding hier aus. Ja. Ich ziehe aber kurz meine wieder andere Rüstung an, weil mehr Schaden machen ist zwar cool, aber mehr Schaden kriegen nicht und unter 500 Licht sein auch nicht. Wer hätte es erwartet? 510. 512? Ja, 512. 522. 516. Hier nehme ich wieder den Granatenwerfer mit 520. Da lasse ich den Bogen und da nehme ich die Cerberus. Kann ich die Handschuhe noch wechseln? Ja, 513, okay. Nehme ich meine Exotic-Handschuhe, mit denen ich schneller nachlade und so. Sind Raids an Zeit gebunden oder kann man die immer machen? Die kann man immer machen, man kann selbst auch noch die alten Destiny-Raids machen. Also aus Jahr 1 kann man die drei Raids machen, die es gibt. Die sind auch trotzdem noch anspruchsvoll. Obwohl sie jetzt echt einfacher geworden sind durch die Änderungen in Forsaken, weil man halt an sich ein bisschen stärker ist und so. Aber wenn man die Mechaniken nicht kennt oder nicht versteht, ist es echt schwer. Denke ich mal. Ja, ich denke schon. Ja. Ich glaube, die coolste Erfahrung, die man haben könnte, ist, wenn man sich 5 Freunde sucht und dann einfach blind in den Raid geht und versucht, die Mechaniken selber rauszufinden. Und dann halt so ein paar Mal immer den Encounter versucht und dann erst in den Guide guckt. Weil das ist der falsche. Oh, shit. Ja, ist der falsche. Oh, dann gehen wir wieder raus. Ja. Aber hier ist noch so ein Baum. Ein Zweig, hol ich dir. Ja, ich hol mir. Das haben wir ja bei, Taken King. Beim ersten Addon. Ja, bei Taken King haben wir es gemacht, aber beim ersten Addon von Destiny 2 haben wir es ja auch gemacht mit Mordado und so. War das echt direkt zum Launch? Ja, da haben wir doch direkt zum Launch. Das war doch das mit dem Jump'n'Run und dem anderen Kram und so. Warte, welchen meinst du jetzt? Na, den. Also, wir haben nicht den allerersten gemacht, nicht den Kalos-Dingens, sondern den. Quasi das zweite Abteil vom Kalos. Ach so, den ersten Raid Lair. Ja. Ja. Genau, den haben wir jetzt. Stimmt. Wollte schon sagen, den ersten Raid habe ich auf der PlayStation gespielt gehabt. Ja, aber den haben wir am PC. Aber und wir haben den auch komplett alleine herausgefunden, bis auf den Endboss. Wir sind bis zum Endboss gekommen und den haben wir dann nicht mehr geschafft, glaube ich. Stimmt, stimmt, stimmt. Bei Argos haben wir die erste Phase, glaube ich, geschafft, aber die zweite dann nicht. Ja, wir haben irgendwie wir haben zu wenig Schaden gemacht, weil wir nicht wussten, dass man diese Schädel da mit auf den Boss ballern musste, ja. Und wir hatten auch Osaf war nicht mal Max-Level und so und wir hatten alle nicht so viel Licht, deswegen war es auch ein bisschen kritisch. Dann ist es. Okay, dann folgt mir. Dann weiß ich, wo wir hin müssen. Wenn Leute aus dem Clan später mitspielen. Ich spiele mit den Leuten aus dem Clan ab und zu immer wieder mal. Ja, immer wenn man halt Leute braucht. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir raiden gehen und so, halt auch, wenn wir wahrscheinlich 3 Leute brauchen und dann fragen wir irgendwen. Genau. Aber ich spiele am liebsten halt mit den Leuten, die mich wie ein Mensch behandeln. Komisch. Und nicht irgendwie denken, ich bin Zombie, der Superstar. Der Magier. bist du stehen geblieben? Ah, da bist du. Ja. Wie wird man in den Clan kommen können? Es werden nicht alle reinkommen auf jeden Fall. Ich werde gucken, wer halt viel Ausrüstung hat, wer das Addon schon spielt. Ich will halt echt viele Leute drin haben, die Destiny ähnlich sehr mögen wie ich und ähnlich aktiv spielen wie ich. Oder die anderen Clan-Mitglieder, damit wir halt genügend Leute immer haben für mehrere Raids oder wenn irgendwer was braucht, dass dann immer genügend Leute da sind, die meinen, ja, hey, ich bin da, ich helfe gerne. Wenn irgendeine Quest oder sowas oder irgendein Secret auftaucht. Dass halt die Leute sich alle gegenseitig helfen können, was ultra gut beim momentanen Clan schon funktioniert, aber wir sind gerade echt nicht mehr so viele Leute, weil durch die letzten 2 DLCs, die ja nicht so gut ankommen, haben echt viele aufgehört zu spielen. Nein. Ciao. Ich habe aber nur oben nur zugeguckt. Stand hier nicht gerade irgendwo E drücken? Hallo? Ich will E drücken. Ich war noch nie in dem Sektor da unten. Ja. Aber ist echt cool, der Clan ist echt aktiv und so. Das geht echt ganz gut klar. Ja. Ich glaube auch, wir sind auch immer sofort da, wenn ich irgendwas brauche. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich Zombie bin. Wäre nicht bei jedem Clan so. Aber finde ich cool.
Es gibt auch eine maximale Anzahl von Spielern in einem Destiny-Clan, oder? Ja, 200 eben, deswegen muss ich auch aufpassen. Kann man auch in den Clan ohne das DLC? Nein, zum Beispiel nicht, weil wir halt echt die aktiven Leute wollen, die auch den momentanen Content spielen. Ich will, kauft euch auf keinen Fall das DLC nur, um in den Clan zu kommen, wenn ihr jetzt denkt, so denkt. Ja. Das bringt gar nichts. Das will ich echt nicht unterstützen, weil es werden echt wenige reinkommen, wenn überhaupt. Und es geht auch nicht darum, da irgendwie YouTuber-Tourismus zu betreiben und mit irgendwelchen zu reden. Alter, ich liebe das Wort. YouTuber-Tourismus. Genau, und wir sind jetzt hier im verlorenen Sektor. Der Totenkopf heißt, dass die Feinde eigentlich fast zu stark für uns sind. Wären die noch ein bisschen stärker, könnten wir gar keinen Schaden machen. Und das merkt man auch an dem Schaden, den die an uns machen. Hallo? Der Bogen hat so ein bisschen Auto-Aim, deswegen treffe ich da manchmal nicht, weil er immer ein bisschen weiter runter zielt für mich. Kann es sein eigentlich, dass in Gambit der Auto-Aim ein bisschen schwächer ist? Das wäre möglich. Vielleicht allgemein im PvP. Ja, weil es mir aufgefallen, dass ich da irgendwie schlechter die Köpfe treffe von den Gegnern. Kann aber auch durch die Aufregung sein, also weiß ich nicht. Kann man den Clan, wenn man bis jetzt nicht aktiv war? Es sagt halt überhaupt nichts aus. Wir werden wahrscheinlich nach den Triumphpunkten gehen und nach Lichtlevel, nach so einer Mischung aus beiden. Weil Leute, die sich jetzt nur das Spiel kaufen, um einen YouTuber-Tourismus zu betreiben, ist halt, nicht so cool. Übrigens, kleiner Lifehack für die Leute, die den Lost Sector auch mal als Daily bekommen. Man kann von hier aus hochklettern. Und hier ist auch wieder für, wenn man diesen Aszendententrank drin hat, die Königinnen-Tinktur, ist hier eine Plattform. Da kann man hochklettern, da ist eine Kiste, eine der 10. Eine geheime Kiste. Was kann man hier oben machen? Geht's hier weiter? Das ist das Ende von dem Sektor. Achso. Also man kann den kompletten Sektor skippen, wenn man da hochklettert. Aber wir gehen normal durch. Es ist nur einmal hier um die Ecke und dann ist der Boss da. Also ist nicht so lang der Sektor. Karl darf in den Clan, Hat ihn ja nicht gegründet oder so. So, dann machen wir mal hier die 1000 Besessenen weg. Hieß im Deutschen Besessenen, oder? Ja. Ja. Steht einfach nur über ihn. Aber ich bin so gewohnt, die Taken zu nennen. Oh, mein Bogen ist unsichtbar. Siehst du meinen Bogen? Oh, jetzt ist er wieder sichtbar. Ich hatte gerade einfach einen unsichtbaren, gespannten Bogen. Ach, da ist der Boss. Okay, das ging echt. Der Boss ist eine Hexe. Echt? Ja. Oh, die Kiste steht aber da vorne. Oder was ist der? Ich glaube, eine Hexe ist der Boss, die da irgendwo rechts ist. Ah, ja, ich sehe die, glaube ich. Da vorne gerade. Vielleicht ist auch der Boss. Ja, wäre der aber echt schwach. Alter, wie oft ich den Headshots geben muss. Kannst du mich aufheben? Blick hinter dir. Wo bist du? Da. Ja. Der hat lila Loot gedroppt. Vielleicht ein Primus eingraben. Ja, genau. Einmal am Tag kann man ein Gegenstands-Upgrade gedroppt bekommen, das super cool ist. Hauptsächlich von stärkeren Gegnern. Bei mir ist übrigens auch was. Handschuhe direkt, also kein Primus in Gramm. Ich hab den Buff immer noch, ich glaube, ich bin verbuggt. Der kann unendlich Primus. Vielleicht stackt er sich einfach auch so oft. Das könnte auch sein. Dass du ihn einfach, wenn du seit Launch nicht gespielt hast, trotzdem jetzt dir so und so viele Primus in Gramm holen kannst. Ja, ist aber echt untypisch für ein MMO. Kann man als PlayStation 4 Spieler in den Clan? Nee. Bringt ja nichts, wenn ich ja zwei Communities in den Clan aufziehe, wenn ich nur 200 Leute haben darf, die wir wahrscheinlich oder später vollkriegen. Ich werde auch wahrscheinlich nach einer Weile wieder Leute aussortieren, weil ich mir super vorstellen kann, dass halt auch wieder viele reinkommen wegen YouTuber-Tourismus, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Und dann wieder inaktiv werden, wenn sie merken, dass ich irgendwie nicht mit denen spiele oder so. Hier ist ein Zweig bei mir. Okay. Wo bist du? Ach, da drüben. Okay. Hab auf die Hexe gerade geballert. Vielleicht mal die Purge erwähnen. Ja, wir sind jetzt kurz davor, wieder einige Leute rauszuwerfen. Im Discord sind, glaube ich, irgendwie 100 Leute gerade drin in unserem Discord. Und also nur Destiny-Discord, kein Zombie-Discord. Und 10 davon spielen aktiv. Ja. Also da werden wir auch die Tage aussortieren. Hebt sich auf. Ja. Ja. Natürlich. Oh, schön mit dem Headshot geklärt. Aufgabe fertig. Ja. Und da gleich mal müssen wir mit dem Gewehr. Ja, diese Pistolen sind aber irgendwie echt stärker geworden. Die hatte ich immer als richtig schlecht in Erinnerung. Ja, die wurden gebufft. Zwei Sniper da oben. Aua.
Okay, hab ihn. Ja. Oh, ist noch tot. Sorry. Welches Spiel spielst du momentan am liebsten? Destiny. Tatsächlich. Ich weiß, verwunderlich. Aber ich habe auch noch einige Spiele, die ich spielen möchte. Ich möchte das neue Spider-Man spielen. Ich möchte Dragon Quest 11 spielen, was auch ultra viel Zeit wieder fressen wird. Und in der Hidden Time habe ich auch drüber gespielt, dass ich irgendwie noch 10 Spiele eigentlich offen habe, die ich fertig spielen will. Wenn ihr Discord macht, dürfen da auch nicht klar Mitglieder rein. Nein. Weil der einfach echt nur für Destiny ist. Wenn es darum geht, dass ihr auch Destiny spielt, aber nicht in dem Clan seid, vielleicht? Aber kann ich noch nichts zu sagen. Aber dann könnt ihr halt auch in den Clan kommen. Ja, weil man kann ja trotzdem miteinander spielen, auch wenn man nicht im selben Clan ist. Aber für die ganzen Clan-Belohnungen so sollte man zusammen spielen. Ich durfte, dass die Clan-Größe halt auf 200 begrenzt ist. Ich würde einfach gerne alle reinlassen. Wenn es halt so eine minimale Größe gibt, dann, ja, sortiert man halt ein bisschen mehr aus. Wo ist denn meine Bounty, dass ich 8 Bounties machen muss? Die gibt es, glaube ich, automatisch ab. Du solltest irgendein Item im Inventar haben. Ah, okay. Ich habe 521er Schuhe bekommen. Perfekt. Ah, ja. Ich habe, glaube ich, noch nichts Höheres bekommen. Aber ich habe noch den Primus-Buff. Genau, dass ich einen Primus in Gramm getroppt kriege mit mehr Licht. So, mal kurz ein bisschen Müll entsorgen. Kannst ja auf dem Discord einen Clan-Only-Chat einrichten dann. Ja, ich weiß ja noch nicht mal, ob ich es mache, aber solche Ideen sind gut. Danke, Koksio. Weißt du, da kommt so ein nützlicher Tipp und dann heißt einfach wie Koks, der Typ. Oh Gott, hier geht's weit nach unten auf jeden Fall. Du hast keinen so Aszendententrank. Ach da. Nee, hebt den dir auch auf von mir aus. Okay. Arbeitet dann mit einem Guide. Es gibt so ein paar Guides, wo man die alle 10 Kisten sieht. Den läufst du dann einfach ab. Hast du eine halbe Stunde dann mit dem Trank. Aber mach am besten alle noch jetzt in der Woche. Okay. Kommen die, werden die jede Woche zurückgesetzt oder wie? Nee, aber es kann ja sein, dass es rotiert. Weil, warte, ich kann dir den Träum vorlesen. Zielorte, träumende Stadt. Wo ist er denn? Ja, finde alle Aszendententruhen, wenn der Fluch der träumenden Stadt am schwächsten ist. 10 von 10 habe ich da. Und dann gibt es noch 2 weitere Achievements, die geheim sind. Und dann ein viertes, finde alle Aszendententruhen der träumenden Stadt. Ja, okay. Also denke ich mal, es wird so einen 3-Wochen-Zyklus haben. Das ist daher gut meine Theorie. Ja. Wer spielt gerade mit? Wintercracker. Hallo. Steht über ihm. Hallo, Deadscopes. Wir uns begrüßt. Wir könnten das Public Event da vorne probieren, aber die sind halt echt schwer. Aber du hast ja eigentlich auch echt gleich viel Licht wie ich. Ja, ich habe 515 jetzt. Ja. Lohnt sich Forsaken, wenn man seit einem Jahr mit Destiny aufgehört hat und kein anderes DLC gespielt hat? Ja, mit Forsaken kriegt man einen Booster, kann man die anderen beiden DLCs skippen. Das erste ist auf jeden Fall skip-würdig. Das zweite war besser. Da gibt's auch ein paar coole Secrets und echt einige gute Exotic-Waffen. Aber das erste kann man echt skippen. Hier ist ein Zweig bei mir. Osiris, das fand ich nicht gut. Also, ist meine Meinung. Ich fand's auch echt nicht gut, das habe ich ja noch relativ viel gespielt. Ja. Aber Forsaken finde ich ultra gut. Aber dafür hat das erste Addon das Ultra-Meme drin gehabt. Ja, in Infinite Forest. In Infinite Forest. Das erste Addon war einfach komplett aus Überversprechen. Da wo auch gesagt wurde, so das Public Event, oh, die größte Belohnung aller Zeiten. Und dann kommen 2 blaue Item-Token raus. Das war so witzig. Ja, und das war ja einfach in einem Stream. In einem Stream, ja. Das wurde instant zu Meme. Machen die das Public Event schon? Nee, aber hier sind welche, das ist gut. Okay, cool. Ja, wenn ihr mich im Spiel seht, freue ich mich immer. Passiert echt häufig tatsächlich, dass irgendwelche Leute mich anschreiben. Gestern habe ich auch den. Gestern Nacht um 3 Uhr morgens habe ich den blinden Quell gemacht. Da habe ich einen Spieler gefunden. Mit dem habe ich dann auch ein bisschen dann hin und her geschrieben. War echt ein cooler Typ, der hat uns da geholfen bei dem Event. Hat sich wahrscheinlich auch gefreut haben, dass er da ein bisschen mitballern durfte. Kommt noch etwas nach Forsaken? Ja. Es gibt so einen Forsaken Season Pass, damit kriegt man die nächsten 3 Updates. Das ist ja nicht mehr so als DLC, sondern als Update gesehen irgendwie. Und da gibt es die Black Armory, ist das erste Update. Das zweite ist Gambler's Luck oder Lucky, irgendwas mit Lucky. Das hat irgendwie was mit Gambit zu tun, aber nur von der Story her, nicht mit dem Gambit-Modus. Und das dritte heißt Penumbra und hat nochmal mit dem Leviathan Raid zu tun, dem ersten. Mit Kallus. Oh. Die Sensoren zeigen das Auftauchen eines Äther-Ernteschiffs in deiner Nähe. Ah, das Äther-Event, okay.
Das hab ich noch nie auf Heroisch geschafft. Haben wir eine Bounty für Heroisch? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Okay, dann ist ja egal. Ja, dann ballern wir einfach normal drauf. Hoffen, dass wir es schaffen. Sind die anderen zwei jetzt weggegangen? Anscheinend. Da freut man sich einmal, dass Leute in der Nähe sind. Und sowas. Am besten den Trash fokussen. Ja, ich bin fast tot, ist mein Problem gerade. Wie kann man sich für den Kahn bewerben? Noch gar nicht. Ich werde einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich melde mich nochmal auf Twitter. Irgendwie dazu. Auf Twitter wahrscheinlich, genau. Ja. Wenn ihr kein Twitter habt, tut mir leid. Aber wir müssen ja 5 verschiedene Filterstufen machen, um die richtigen Leute zu finden, die für den Clan cool sind. So. Dann versuchen wir mal den Dreadgear wegzukriegen. Aua. Oh, diese blöden Randsaug-Dinger hier wieder. Aber zu zweit wird's halt ultra schwer. Warum sind die denn weggegangen, die anderen Lümmel? Ich weiß auch nicht. Aber mit 4 Leuten wird man's halt locker schaffen. Ja. Wie oh, lila Gramm. Wir sind auch noch in der Nähe. Europa und Minen McDonald. Ich hab schon 3-mal diesen einen Bogen gedroppt bekommen. Diesen einen? Ja, subtiles Unheil. Den hab ich gerade zum 3. Mal gekriegt. Ja. Das heißt, wenn ich meine ganze Ult drauf mache, töte ich den halt halb. Dann wollen wir mal mit meiner Exotik ein bisschen drauf. Die ist eigentlich ganz gut zum Schaden machen. Fühlt sich nur sehr ungenau an, aber sind halt so Schrotschüsse. Ich hab hier Automatikgewehre. Wie geht's mit Jessie und den Hunden? Super gut. Obwohl, Jessie hat Husten. Oh oh. Oh oh. Ah, dafür gehe ich mit den Hunden heute. Ist gleich Europa ist gefallen. Okay. Wollte ich gerade aufheben. Aua, bin ich auch gestorben. Der ist fast tot. Baller weiter drauf, dass sein Schild sich nicht regeneriert. Ja, ich mach. Hab ihn nur da stand und mich angeguckt hat. Okay, jetzt haben wir 2 von 3 besiegt. Ah, könnten wir vielleicht schaffen. Sollten auf jeden Fall erstmal die 5 Millionen Gegner da loswerden. Wir müssen 3 killen und dann kommt noch ein Boss, oder? Ja, genau. Deswegen ist halt zu zweit. Wir müssen es hier abschließen für die Daily. Ich würde die Public Events im ersten Gebiet übrigens am ehesten empfehlen. Die sind noch einfacher ein bisschen. Warte, da ist so ein Sterblichkeitsding, jetzt ist weg. Hallo? Ah, geht doch. Ja. Der hat deine Ult sehr gemobbt. Aber für die Bounty mit abschließen müssen wir das Event nicht schaffen, ne? Wir müssen es nur fertig machen. Müssen wir? Ja. Okay. Dann ist ja okay. Schon. Also was? Müsste eigentlich gehen. Oh, ich liebe dieses Exotic-Ding. Einfach so ins Gehirn reinballern. Er ist fast tot. Jetzt wird sich sein Schild regenerieren. Ich habe heute Geburtstag und Destiny gekauft. Cool. Das wurde Destiny falsch geschrieben. Mach aber echt viele. Ah, da ist mein Primus in Gramm. Kopfgeld. Oh, sehr schön. Ich hab die 65 Kills fertig. So, wo kommt jetzt der Ultra-Oger? Alter, sind hier viele Ads. Da ist er, die Ether-Monstrosität. Die müssen wir jetzt in einer Minute töten. Das wird echt sportlich auf jeden Fall. Ich glaube, in einer Minute kriegen wir nicht nur so einen kleinen Tod. Das wird. Ich weiß nicht, ob ich mir Destiny 2 holen soll, weil Destiny 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann macht ihr Destiny 2, aber fand ich auch viel Spaß. Also ich würde sagen, Destiny 2 ist jetzt mittlerweile besser als der erste Teil. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Obwohl Taken King echt cool war. Ja, Taken King. Ich mag halt das ganze Scharzeug. Ja, und Taken war auch cool. Ach stimmt, ja. Taken und Schar, beides. Ja. 30 Sekunden! Easy. Okay, jetzt fange ich mal an mit Schaden machen. Ich hab fast meine Ult. Kannst nicht irgendwie noch Ultkugeln erschaffen, zufällig? Nee, gar nicht. Oh. Hätte ich eine gemasterworkte Waffe, wäre es glaube ich auch nochmal hilfreich, wenn ich meine Ult öfter hätte. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Dreaming City hat's echt in sich. Aua. Johnny Laserhand.
Na, wir haben fast ein Drittel geschafft von dem. Ja. Mensch, wenn wir zwei Leute mehr hätten, wir alles geschafft. Dann wären wir auch nicht so oft gestorben. Hm, ich glaube, die andere Ult wäre dafür sogar besser. Die Solar-Ult. Zwei dunkle Fragmente. So. Naja, ja, aber guck mal, wir haben ein öffentliches Event fertig von zwei. Ich hab fast alle Quests schon fertig. 10 Feinde muss ich noch besiegen. Ein Zweig sammeln und ein Event. Okay. Ich muss noch 5 Feinde. Das machen wir noch fertig, Leute. Wir hören nicht genau um 21 Uhr auf. Okay. Und danach werden wir wahrscheinlich dann privat mit Karl die Ace of Spades Pistole holen. Machen wir das andere Event, das ist schon aktiv. Ja, wo ist das? Ach, da am Eingang, okay. Let's go. Wie bekommt man das Banner von Wintercracker? Das bekommt man, glaube ich, mit der Collectors Edition. Ach so, oh, Karl fragt, ob er mithelfen darf. Ach so, ja klar, join einfach rein, Karl. Kannst du doch im Teamspeak kommen? Wollen wir Privatland gehen? Ja. Disconnected. Ja. Sound resumed. Hallo, ich bin alleine hier. User left your channel. Wintercracker ist da. Channel switched. User was moved to your channel. So. Jetzt sind wir hier. Ich frage schon seit 8 Stunden oder so, ob ich mithelfen darf. Ja, hier schreiben viele Leute. Lohnt sich 40 Euro dafür zu zahlen? Keine Ahnung, ich werde 200 Stunden spielen. Ich habe Wintercracker bei WhatsApp geschrieben, ich habe auf Teamspeak geschrieben, ich habe überall geschrieben, ob ich mithelfen darf. Ich denke mir, was zur Hölle? Ja, Teamspeak hast du vor 5 Minuten geschrieben, das habe ich dann auch gesehen jetzt. Omega-Ausgrenzung. Mein Handy gerade nicht. Ich habe sogar die Support-Ult und du so, wer einer mehr da oder so. Die ganze Zeit, ich will nur mithelfen. Ja, Karl spielt mit uns auch ultra aktiv. Also ich bin da und Karl spielt aktiv. Ich hoffe, Manu Videos, noch zu überreden, Leute, dass er wieder ein bisschen aktiver spielt. Wieso? Die neue Exotik ist so gut dafür. Wieso? Ja, doch, machen wir heroisch. Die Hölle kriegen wir hin. Yes. Schaff mir locker. Ja, mit Karls Ult auf jeden Fall. Also die Solar-Ult, die neue von Warlock, ist super, super gut. Die sind halt echt unsterblich dann einfach. Ich habe auch keine Ahnung, warum die Leute vorhin F in den Chat geschrieben haben, ne? Achso, du hast einfach nur mitgemacht. Ich hab keine Ahnung. Es ist nichts passiert im Stream. Also normalerweise schreiben die immer F, wenn irgendwas passiert. Ja, wenn irgendwer stirbt oder so. Ja, wenn irgendwas kaputt ist, aber ich habe keine Ahnung. Geil, jo. Oh, die Fall ist weiter. Hast du deine Ult eigentlich, Karl, oder fehlt noch was? Fehlt noch? Ich bin ja gerade erst gejoint. Ja, ja, dann mache ich meine Ult einfach, damit du deine bekommst. Ja. Eventuell. Ah ja, du machst ja die Orbs. Ja. Aber erstmal mache ich die Kugel kaputt. Nicht, dass ich dann. Gibt es auch schon 509 Licht tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Oh. Ja, 511 und du hältst hier ein bisschen mehr aus. Ja, 511 ist die Meter hier. Ich bin in meiner Ult gestorben. Hab eine Sphäre gemacht, bitteschön. Oh Gott. Ah! Gerne. Gegen Zweig. Nice. Alle haben F gedrückt, weil Maudado weg war. Nee, ich war doch schon vor Maudado. Nee, das war, als Maudado weg war, aber dann kam es irgendwann nochmal, einfach so. Ach so. So. Ach, das ist schon wieder die Hölle, das schaffen wir doch nie. Doch, 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 das schaffen wir mit Karl. Doch, doch, easy. Versuch einfach, wenn du deine Ult hast, so viele kleine Gegner wie möglich zu töten, damit Karl seine bekommt. Okay, ich mach Ult. Ja, mit der Köcker hat 2 Sphären gemacht. 3 Sphären. Ja, jetzt muss ich nur. Ja. Wenn du stirbst, die spawnen alle. Oh. Ja. Nice. Na cool. Mir will alles gleich dazu. Praktisch. Okay, ich mach nochmal. Du hast doch vorhin irgendwas erzählt von so Kisten, die hier sind. Die 10 Stück, meinst du? Die versteckt sich. Oh, ja, sind das. Ich wurde komplett von der Map gekickt. Sind das normale Kisten oder so ganz spezielle? Das sind so. Spezielle Kiste, aber da droppt normales Zeug raus. Okay. Also kein Power. Aber auch so Shards, ne? Ja, genau. Ja, Leute, wenn euer Inventar voll ist, ne? Dann bekommt ihr keine Shards of Darkness oder so. Jetzt haben wir gerade die dritte Schale gefunden. Nein, nein, nein. Hier gibt's auch das mit den Schalen. Die sind da drüben. Das sind eigene Orte. Es gibt dieses mit den versteckten Kisten öfter. Ich glaube, da oben ist die Stelle, wo man die Kugeln abgeben muss. Genau, guck hier. Dann muss man ja, das mit der Ult, das dauert jetzt noch, also ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir das dann schaffen. Easy, würde ich sagen, oder? Ja, ja, bitte. Wenn du saß. Oh, danke, Karl. Schon wieder tot. Wir müssen nur den töten, den Blightmaker. Ja, ja, genau den.
Schaffen wir das in ein paar Sekunden? Ja. Ah. 25? Ja, wenn deine Ult ist, wenn wir mal ja, da stehen. Ja, ist gleich dürfen. Da. Ult ist gleich da. Das ist, glaube ich, schon zu spät. Also ja, jetzt nee, das ist dann wasted. Das ist wasted. Okay, cool. Und bei das Sand oder so fängt gleich auch was an. Dann gehen wir dahin und machen wir dann mit deinem. Ja, ja, ja. Super Licht. Ja, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass man, dass es nicht mehr Quick-Travel-Points hier gibt auf der Map. Ja! Ich hätte so gerne da oben rechts noch einen oder irgendwie. Weil das ist halt furchtbar, wenn man mit dem Sparrow rumfährt, man wird dann halt gewone-shottet von den Gegnern. Ja. Ja. Hey, zwei öffentliche Events abgeschlossen. We tried. So. Also außer die, mir fehlen noch drei Zweige, dann habe ich alle Bounties fertig für heute. Oh, wieder in der König den Tinktur bekommen. Nice. Achtung, Exotic. Zack. Let's go. Jetzt zum anderen Event. Müsst ihr erstmal öffnen. Abgeben, abgeben, abgeben. Okay, ich habe alle Bounties fertig für heute. Oh, nice. Mir fehlen noch zwei. Zweige und dann habe ich es auch. Nice. Ich den hier mal auf. Und also der Backpacker Nebel liegt. Und Karl. Bin so heiser, ne? Boah. Okay. Wovon? Sula. Ich hab. ja, ich hab hier den Doktor. Doktor Elektro habe ich gesprochen heute. Ah ja. Das ist Dr. Epic. Ja, Dr. Epic, aber dann gibt es halt noch den Typ mit dem Auge. Ich weiß auch nicht, wie ich den nennen soll. Noch Mr. Smart. Mr. Smart. Kriegt ihr kleine Teaser für Karls Video? Ja. Aber auch Instagram-Bild hochgeladen, falls ihr das sehen wollt. Bin ich eigentlich richtig? Ich hab sogar einen Bart mittlerweile. Als ob. Mhm. Genau. Hat lange gedauert, den zu wachsen. Okay, ich mach dann einfach die Ult später, Event. Ne? Ja. Mach das dann, wenn die Hexen da sind. Nee, die mit. Wie macht man das nochmal auf Heroisch? Ich mach das auf Heroisch. Ich muss einfach. Wollen wir das nicht machen nach den Hexen, weil dann kommt ja der Ultraboss, oder? Ja, wir haben es ja beim letzten Mal nicht mal geschafft, die Hexen zu töten. Aber wir sind jetzt hier. Wir sind zu viert. Ja. Okay. Das Event ist so cool auf Heroisch. Habe ich gestern schon gesagt. Dann haben sie gut danach gefragt. Zeig mal. Dann habe ich gesagt, nee. Da unten ist ein Ball. Soll ich den aufnehmen? Ja, der Ball muss in die Mitte. Okay. Initialisiere die Boot-Sequenz, Karl. Gemacht. Ja, ja. Oh ja, ich nehme Ball. Und zack, Balli rein. Sag mal, kennst du Hearthstone? Ja. Nee, noch nie gehört. Nee, was ist das? Erfolgreichste Kartenspiel, habe ich schon mal gehört. Macht nicht Steam auch so ein Kartenspiel jetzt? Ja, ja. Echt? Ja, ja, das ohne Chatfilter. Das wäre jetzt die große Debatte. Kommt doch irgendwie, es kommt ja das Gwent-Kartenspiel noch und dann kommt noch ein Dota-Kartenspiel, oder? Ja, oder ich glaube, das ist das Dota, oder? Ja, das wird schon das Dota. Stimmt, da haben sich doch alle drüber aufgeregt, weil Steam endlich mal wieder ein Spiel, also Valve ein Spiel angekündigt hat und dann ist es so ein Kack-Kartenspiel. Ja. Um das Event hier heroisch zu machen, da tauchen so Blightkugeln auf und die muss man abschießen, bevor sie den Boden berühren. Deswegen campe ich gerade hier oben. Überall, oder? Ja, auf allen drei Seiten eine. Okay. Ich pass auf, die ersten beiden spawnen irgendwie immer gleichzeitig. Zumindest bei den Malen, wo ich dabei war. Boah, ey. Komm schon, wenn die weniger aushalten. Ja. Wird so angenehm, dann wenn wir an diesen Moment hier zurückdenken. Also nach 5 Wochen hat man die maximale Stärke durch die Mods, auf jeden Fall. Ja. Durch die Mods? Ja, es gibt so einen Mod, der den Damage erhöht, den du machst, aber nicht mehr, dann kriegst du auch nicht mehr Damage. Die zweite Kugel da? Nee. Ja, zweite Kugel doch da hinten. Ja, baller mal drauf, wenn du sie siehst. Ach nee, die kleine Orbkugel. Okay, ich hab beide. Ja, die kleine Kugel kannst du auch mitnehmen. Warum? Wie viele hier auch spawnen, das ist ja mega krass. Ja. Ja. Oh, die kleine Kugel zum Aufladen. Einer von. Winterkracker. Okay, ja. Ich ult. Okay. Für die Gegner. Winterkracker ultet. Rückendeckung. Ich hätte auch den Sonnending nehmen sollen. Wo bekommt man den Bogen? Direkt nach der Story-Mission. Gedroppt random. In der zweiten Story-Mission oder so kriegt man den. Ja, genau, in der zweiten sogar, ja. Am Schluss bekommt man dann nochmal das mit der Vorbesteller-Version. Das ist ein Skin. Den können wir noch nicht mal benutzen. Wir haben die Exotic-Waffen noch nicht mal. Ja, so ein Ornament. Ja, ich bekomme die gleich gedroppt nach dem Event. Ach so, cool. Wo kriegt man den Bogen eigentlich, den exotischen? Wenn der gedroppt. Ist auch einfach nur zufällig. Ja. Okay. So, ich habe den dritten Orb kaputt. Heißt, jetzt kommt Hexenpalooza. Was ist das?
Da und sind mit den sie. Okay, soll ich machen? Ja, mach. Klar. Warte. Zombie, kommst du? Ja, ja. Ich kümmere mich um so, hier. Hier drin ist man unsterblich in dem. Das ist die neue Solar-Ult. Okay, eine haben wir. Dann baller ich auf die, die hier neben uns ist. Ja, mit dem Ding kriegen wir es hin. Und währenddessen, der Kern geht links, seht ihr kaputt. 50% hat er jetzt noch, deswegen muss man sich ein bisschen beeilen, die zu töten. Ah, der geht ja richtig schnell kaputt, der Wahnsinn. Ja, ja. Ach, genau, deswegen. Und jetzt wird das Event heroisch. Oh, das ist ja cool. Hilfe. Ja. Ah! Okay. Genau, und da sind jetzt so 6 Hexen oder so und dann ist da ein Boss in der Mitte. Aber wir haben ja noch einen Typen hier, einen anderen. Ja, ja. Oh. Deswegen ist es die Hölle. Und die eine ist fast tot, die hier. Ich revive. Alles klar. Ich revive. Ja, man hat ja auch 5 Minuten die? Für. Ach ja, 5, okay, das geht. Ich habe jetzt gedacht, wir haben jetzt nur irgendwie eine oder zwei. Ja, ja. Aber wiederbeleben, ich glaube, das muss man wieder neu reinlaufen oder so. Keine Ahnung. Ja, ich hole dich. Ja. Der andere Typ auch. Zum Glück habe ich so einen guten Granatenwerfer. Zerfalle ich einfach. So. Oh, wir haben fast eine. Nein. Ich kann gerade nicht auf den Chat gucken. Ich sehe nur, dass da eine riesige Nachricht steht. Muss man resen hier oder kann man auch einfach so nachjoinen dann? Ich glaube, man kann auch nachjoinen, falls gerade keiner zu dir kommt. Ich habe keine Primärmunition. Wir müssen noch 2 Hexen töten. Dann können wir den Boss machen. Oder? Ist er jetzt schon wach? Weil er schon Wind beigetreten steht? Ich nee. Nicht. Doch, er wacht auf, er ist wach. Ich bin tot. Der Horror ist aufgewacht. Ah, das Event ist echt cool für heroisch. Weil bei den anderen ist halt so, oh ja, ein Gegner mehr. Hier sieht einfach gleich alles aus wie in der Hölle. Ich hab auch gleich wieder meine Ult. Ja, man spawnt einfach hinten, wenn man's. Ja. Ja, mit deiner Ult würden wir es schaffen. Karl Mitterköcker macht gerade richtig viele Orbs beim Boss. Ja, warte dann, wartet mal bis ihr. Oh, okay. Nee, ich hab gerade richtig viele Orbs hier gemacht. Du hast deinen Laser, Zombie, ne? Nee, halb erst. Ich versuche gerade die Ops von Winterkacke aufzusammeln, aber ich werde sterben dabei. Soll ich warten, bis du. Nein, mach ruhig. Okay. Ja, warte, ich bin aber auch noch ein bisschen. Ja, jetzt bin ich tot. Dann warte noch kurz, bis wir uns sammeln. Ja, warte. Ah. So, geht's. Und wie viel Schaden? Ist ja und dann unglaublich. Versuchen wir mal. So. Ja, nah ich beim Boss. Noch nicht. Wie, du hast es noch nicht? Du hast doch gesagt, du hast es. Nein! Ich hab nur gefragt, wie wir vorgehen, wenn ich es habe. Ach, wie viel fehlt dir denn noch? Nur noch so 3 Minuten. Soll ich mal Winterkacke? Okay, jetzt habe ich. So, oh, sorry, ich bin eingestiegen. Okay. Warte noch, bis ich da jetzt bin. Jetzt habe ich. Wo ist denn der Boss? Da hier, vorne. In Mitte. Okay, bin da. Fuck. Ja. Mach. Ja, boom. Oh. Ich bin tot. Okay. Oh, fuck. Alter, hier sind aber echt. Ja, die kleinen S kriegen wir weg. So, jetzt ballern wir auf den Boss. Haben wir einen Laser auch? Genau. Hab die Kleinen weggelasert. Boah. Ja, alles auf dem Boss. Ja, einfach da drin stehen bleiben. Oh mein Gott. Puh. So. Wie klein. Von irgendwas mit AOE. Hey, aber hier spawnen so unendlich viele Gegner. Das ist ja unglaublich. Ist echt krass. Wir haben ein Drittel. Das Event ist aber, glaube ich, auch das schwerste auf Heroisch. Ja, das ist ja mega absurd. Boah. Dass wir selbst in deinem Griff sterben, sagt's ja schon. Ja. Ja, das sind die kleinen Minis. Hier kommen ja also absurd viele kleine Gegner. Aber hier auf der Seite geht's, wo wir spawnen eigentlich. Ach so, die Gegner werden gespawnt von den Hexen, glaube ich, die kleinen, weil wir die Hexen nicht getötet haben. Ja, aber von der Seite hier geht's. Ich kämpfe gerade gegen ihn. Und hier kommt nichts. Nur er. Einfach von der Seite hier kämpfen. Stirbt. Ja, der tötet mich ja trotzdem. Aber wenn wir mal von hier drauf, vielleicht schaffen wir ihn in einer Minute. Ja, ich ult noch auf den. Oh, ist gut. Ah, es sieht gar nicht schlecht aus. Er hat nur noch ein Drittel gleich. Auch nochmal ein heilendes Rift unter uns gelegt. Ah! Güter gefallen. Ja, das zeigt das nicht. Wo ist er? Da. Boah. Oh, nochmal. Ja, der Laser ist gut. Der Laser ist richtig gut. Nochmal der ganze Flash weg. Ich kümmere mich um die Kleinen und ihr ballert drauf. Okay. Warte, ich geh nochmal ein bisschen näher ran. Oh, ich hab nochmal. Bitte überlebt den Laser. Nochmal! Oh, noch der andere hat einen gemacht. Oh, oh. Ja! Oh! Ja! Hallo! Niemals! Ich hab meinen Boden getroppt bekommen.
Das war nur die Kleinen. Heroisches Event abgeschlossen. Ja, das waren nur die Kleinen, die uns aufgehalten haben. Und jetzt kriegen wir ein Blue. Ja. Jawoll. Jawoll. Aber man kriegt eine Achievement, wenn man das schafft. Wenigstens das. Cool. Ja, war doch ein schöner Abschluss, das Event hier. Ja. Ist wahrscheinlich noch nicht so vorgesehen, mit so niedrigem Licht zu machen, aber wir sind halt die Besten. Ja. Ja. Gamer-Modus an. Gut, dann... Und meine Ult hat noch nicht mal so krass viel geholfen, tatsächlich, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit dem Stream. Schaut auch bei anderen Streamern vorbei. Holly spielt zum Beispiel gerade Spider-Man. Und du kannst ihn hosten? Ja, hoste ich auch danach. Dann können wir ein bisschen das Spider-Man sehen. Das ist mein zombie-tastisches Hallo da bei ihm. Oh, das Interface geht bei mir, die Armory. Ich sehe meine Rüstung. Im Stream. Funktioniert das Overlay? Jetzt erst. Ich hab's gerade gemerkt, als ich drüber gefahren bin. Ah, cool. Ja. Danke fürs Zusehen. Das Ganze wird auch auf YouTube auf meinen Zweitkanal geladen, Zombie Streams. Und danke nochmal an Activision, die das alles so ermöglicht hat. Ja. Danke, Activision. Danke. Bis dann. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss.